Whitney Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Too many people in America fear their government, and the government is being run by too many powerful agencies like the IRS and others. I think it's time the people take the country back through their representative government. Hey, Mr. Politician, living on that hill, living in that life of luxury, on We the People's Bill. Don't have a clue how the other half lives, and that is a shame. It's time to stop the tyranny. You keep pushing through your tries to feed his cattle and sheep on We the People's land. Try and live as a free man. Your body isn't legal anymore. Time to stop these thugs from stealing what's been got. Clock of the tyranny. For if we don't, then who will do it for ourselves? And how about our children? What kind of future will we leave them? And if we won't, we'll wake up slaves on the global plantation, calling for a revolution. Save our constitution while we still got the guns in our hands. Calling for a revolution, calling for it now. It's time to save our constitution while we still got the guns in our hands. While we still got the guns, still got the guns in our hands. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, hier ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV, heute am Dienstag, den 26. Februar 2013. Gegrüßt seid ihr alle, die ihr hier fleißig eingeschaltet habt. Hier sagt einer schon Moin Moin Detlef im Chatraum. Wie man den findet, einfach auf wakenews.net, Wake News Radio und unterhalb der Player, wovon man übrigens einen ausschalten kann. Ich sage es immer noch mal wieder für alle die neuen Zuhörer, die zu mir finden. Einen davon kann man ausschalten und dann ein bisschen weiter runter findet man die Chaträume. Einfach was posten. Oder, was auch gut geht, ist radio@wakenews.net anmailen und mir eure Infos, Fragen, Kommentare und vieles mehr zusenden. Davon machen sehr viele Gebrauch und das ist klasse, weil viele Augen sehen viel,
viele Ohren hören viel, viele Münder sprechen viel. Naja gut, ich spreche hier meistens, aber gut, okay. Ihr wisst schon, das ist wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten in diesem, ja, heftigen Kampf, der sich auf dieser Erde befindet. Und darüber haben wir schon viele, viele Sendungen gemacht, immer auch aus einem anderen Blickwinkel heraus, mit anderen Themen und vieles mehr. Ja, und was ich auch mache, ich rate euch, euch festzuschnallen auf euren Sitzen. Es wird hier gefährlich, so gefährlich, dass man hier sogar teilweise mal überfallen wird. Okay, und so weiter. Ihr wisst das ja, ne? Wir leben in der Tyrannei. Das merkt man immer erst, wenn sie sich tyrannisch verhalten. Unsere Sklaventreiber. Okay, was ich immer gerne tue, ist den Künstlern zu danken, die uns ihre Musik so klasse zur Verfügung stellen. Denn das ist wichtig, denn mit Musik geht alles gleich etwas besser. Oder, ja, natürlich gibt es unterschiedliche Auffassungen, Ansichten, was einem gefällt und was einem nicht so gefällt, oder? Naja, aber gut, heute hatten wir gleich Pokerface mit Revolution. Und ja, eigentlich müsste die schon längst stattgefunden haben. Ne? Wir fragen uns immer noch, warum das noch nicht so richtig angekommen ist bei den Leutchen. Schlafen noch alle, ja, ja gut. Ja. Okay, deswegen machen wir die Sendung, um ein bisschen zu informieren darüber, wie wir die Sache sehen. Und die ist nicht unbedingt die gleiche, wie es die Matrix gerne möchte. Die Matrix möchte uns gerne einlullen, sodass wir alles nur das tun, was die Mächtigen von uns wollen. Und wenn dann Leute da sind, die das nicht tun, was passiert dann? Gut, das sind ein paar tyrannischen Aktivitäten. Sind Sie ganz verzweifelt? Verzweifelt? Ja, und das ist die Sendung von heute? Denn, ja, heute ist das Thema die Verzweiflung der Mächtigen. Ja, und was es damit auf sich hat, werden wir gleich im Laufe dieser Sendung diskutieren. Und natürlich auch noch viele andere Sachen. Ist ja klar, oder? Ja. Bevor ich das aber starte, vielleicht noch mal so einen kleinen Rückblick, auch zu dem, was wir in den letzten Sendungen besprochen hatten. Die letzte Sendung am letzte Woche Donnerstag hatte es natürlich auch in sich, ist ja klar, ne? Weil dort vor allen Dingen auch ein Thema zur Sprache kam mit Janet Seemann und ihrer Verhaftung, weil sie unbequemerweise den Mächtigen auf die Füße tritt oder getreten hat, indem sie nämlich die ganzen Verbrechen, die täglichen der neuen Weltordnung mitgeholfen hat aufzudecken und keine Scheu hatte davor, auch das mit ihrem Leib und ihrem Leben eventuell bezahlen zu müssen, aber man hat offenbar zu viel Öffentlichkeit dort gescheut und hat sie wieder freigelassen, aber ich habe noch keine endgültige offizielle Information darüber. Okay, also wen das interessiert, der kann übrigens ja auch immer wieder in meine Archive reinschauen, die habe ich jetzt immer ajour. Ajour heißt also, dass sie immer alle Sendungen, auch die letzten, beinhalten. Leider nicht mehr als MP3 im Moment, sondern nur als Video-Link zu meinen YouTube-Kanälen. Aber immerhin kann man sich dann schnell nochmal wieder auf den letzten Stand der Dinge bringen und solche Sendungen kann man immer wieder hören, denn da sind auch ganz wesentliche Informationen enthalten, die man eigentlich, ja, normalerweise in 2 Stunden nicht alle erzählen kann. Ne? Deswegen ist es sinnvoll, sich das da verschiedene Sendungen auch immer mal wieder anzuhören, weil doch sehr viele Sachen dort miteinander verknüpft sind. Ne? Guter Tipp. Ne? Oder man kann mich auch unterstützen. Ihr wisst ja, ich brauche auch Hilfe, weil nichts mit diesem Radio, mit der Webseite und so verdiene. Das ist ja nicht kommerziell. Übrigens auch nochmal für alle, die da das nicht so genau wissen. Wir sind also nicht kommerziell, nicht konfessionell, also keiner Religion angehörig oder so, oder keine solche vertretend. Wobei ich natürlich eher aus dem christlichen Raum komme. Und dann natürlich auch eins wichtig, wir sind vollkommen unabhängig von irgendeiner politischen oder sonstigen Richtung. Ja, da haben wir keine Ambitionen. Und natürlich auch komplett sponsorenunabhängig. Das heißt, wir haben niemanden, der uns hier finanziert und eventuell den Anspruch erhebt,
dann auch vorzuschreiben, was wir zu sagen haben oder auch nicht. Ne? Ja, okay, das ist unbequem. Das ist eine Mischung, die mag keiner so recht. Und deswegen sind wir einfach Zuhörer, Zuseher, Unterstützer abhängig und freue mich natürlich, wenn mir auch Leutchen da mal unter die Arme greifen. Das ist weniger gedacht als Einkommen, sondern einfach, es laufen Kosten an, Fahrtkosten, zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinfahre, Reportage mache oder einfach nur die einfachsten Dinge, wenn es hier Strom ist oder Provider bezahlen oder so. Und, ist also, ja, ihr wisst, wie das ist. Okay, ja, das vielleicht dazu auch nochmal gesagt. Ja, ich muss es auch sagen, weil es ist ja wirklich so, ne? Oder? Ja, und was auch noch wichtig war, war eine zwischendrin Veröffentlichung, die ich gemacht habe. Ich dachte, das ist ein Thema, über das wir auch jetzt hier gerade im Moment sehr viel sprechen oder beziehungsweise was uns auch jeden Tag hier ins Haus flattert. Ne? Das ist nämlich die Gestapo, so ist das genannt. Die Gestapo, die wir entlarvt haben. Und da habe ich ein Video und einen Beitrag dazu geschrieben beziehungsweise gemacht. Und das will ich euch nicht vorenthalten, vor allem für diejenigen, die das noch nicht so mitgekriegt haben sollten. Da ging es nämlich um die in der NGO BRD neuerdings durch Firmen erhobene Steuern. Jetzt geht's gleich direkt. Gar nicht mehr von, ach, was schert uns jetzt hier das alles noch? Die Firmen legen jetzt einfach eine Steuer um. Demnächst kommt der Aldi und sagt, ihr müsst hier bei mir, was weiß ich, also eine, nur einfach so als Beispiel genannt, das nicht, entspricht nicht der tatsächlichen Situation, aber so als Beispiel, ne? Also der Aldi, der sagt dann, ja, ich muss jetzt jedem, egal ob er bei mir einkauft oder nicht, leider 5 Euro abknüpfen, einfach so, ne, weil ich da bin, ne? Und eigentlich hätten es nur 4 Euro sein müssen, weil ich habe nur 4 Buchstaben, A, L, D, I, aber nein, 5, komm, 1 da drauf und so, ne? Also demnächst kommt das auch und dann. Und während den Anfängen ist es, ne, und deswegen, wie gesagt, Gestapo, Gestapo, Methoden entlarvt, zu finden, übrigens auch bei meinem Blog mywitness.wordpress.com unter gleichem Titel oder auch unter der Schuldnervereinigung.wordpress.com, weil wir sind ja alle, ne, nicht Bluna, ne, wie man es früher gesagt hat, sind alle Schuldner, ne, alle sind wir Schuldner, ja, das ist ein Thema, gell. Okay, es glaubt nur. Wissen Sie, eigentlich müssten es ja alle wissen. Vielleicht ahnen es auch alle. Aber so richtig begriffen hat das, glaube ich, noch keiner. Oder nur zu wenige, sagen wir so. Und deswegen sind wir hier aktiv. Auch hier bei mir in meinen Sendungen. Und in dem Artikel heißt es, es ist inzwischen überall bekannt. Die Matrix-Medienlandschaft der NWO, NGO, BRD liegt am Boden. Propaganda. Leere Worthülsen, Korruption, Vetternwirtschaft, politische Ränke, Schmiede, sprich das Aufrechterhalten der medialen Potemkinschen Dörfer ist teuer. Die Lust der Nutzer lässt nach, die Schattenmächte wollen die Propaganda, denn nur die hält sie noch auf ihren Machtstühlen. Aber die Mittel dafür, die müssen die Belogenen, Betrogenen, Ausgenommenen, versklavten Bürger bitte schon selbst beisteuern. Tja, also flattern diese Tage jede Menge Gebühren und Beitragsbescheide eines neuen Beitragsservice von ARD, ZDF, Deutschlandradio in die Haushalte und keiner weiß, wie ihm geschieht. Das frühere GEZ oder GETZ, ja, genannt GETZ-STAPO-System, hat demnach ausgedient, wurde umfirmiert oder was? Nunmehr wollen sie richtig abkassieren, egal was kommt, richtig ans Leder von euch. In vorgetäuschtem, behördlichem Inkasso-Auftritt bedrängen diese nunmehr die Menschen in der BRD. Ganz merkwürdig, woher die ganzen Adressdaten haben, oder? Sie haben auf ihrer Rückseite etliches Blassgedrucktes aufgeführt, was amtlich-rechtlich daherkommt, mit der Beschreibung Rechtsgrundlagen für die Erhebung des Rundfunkbeitrages, ausgewiesen mit gesetzlichen, in Anführungszeichen, Fundstellen. Rechtssicher, rechtsbegründet, ist es das?
Nun, hier scheiden sich die Geister. Es wird von verfassungswidrig oder grundgesetzwidrig gesprochen. Manche gar gehen noch viel weiter und widersprechen schon gar nicht mehr, sondern weisen einfach zurück, wie diesem Text zu entnehmen ist, ohne Gewähr natürlich, also ja, mit Ä. Keine Rechtsberatung, dem Tipp eines Nutzers oder Zuhörers von Wake News Radio. Und den Link habe ich auf dem Artikel gepostet. Kann sich dann jeder durchlesen, wiederholt ich das nicht. Ich habe schon mal letzte Sendung vorgelesen. Und hier wird es noch spannend, ob der Geschäftsführer, Herr Dr. Stefan Wolf, nunmehr mit einer Flut von Schadensersatzklagen überschwemmt wird mit jeweils 250.000 Euro für die Unterlassung der widerrechtlichen Nutzung persönlicher Daten. Bei nur 10 Millionen Ersatzansprüchen wären das für ihn eine Summe, die er und seine Familie sich auf ewig verschulden würde oder sicher bis zum jüngsten Tag. Und irgendjemand hat das mal ausgerechnet, aber ich finde es so schnell nicht mehr. Das kann ja jeder nochmal machen. Ne? Wie viel das wäre. Okay. Ja, also, es bleibt abzuwarten, welcher Weg der richtigere sein wird. In jedem Fall ist mächtig Kontra angesagt zu dieser diktatorisch-faschistisch anmutenden Verfügung zur Steuererhebung durch eine Firma an alle Menschen, deren eigentliches Dasein nur durch Naturgesetze und Naturrechte ausgezeichnet ist, nicht aber durch eine künstlich geschaffene Matrix, durch mega reiche Banksterfamilien, denen alle privaten Zentralbanken gehören und die mittels korrupter und gekaufter Regierungen und deren Apparati, Mehrzahl von Apparat, alles und jeden verknechten und versklaven wollen. Nicht mit uns, sorry. Okay, und das ist, dachte ich, lese ich auch nochmal vor, ne? Kann man ja nochmal reinschnuppern, wem das gefällt. Einfach nochmal aufrufen und sich auch mal dieses Schreiben durchlesen. Ich glaube, haben schon viele davon Gebrauch gemacht. Ist schon ordentlich was von weggefaxt worden. Ne? Da steht alles da drauf. Okay, schauen wir mal, wie die reagieren. Die müssen ja reagieren, weil in 14 Tagen läuft das aus. Und dann gibt's 250.000 Euro Rechnung. Ne? Okay, schauen wir mal. Das ist natürlich nur für die Leute relevant, die in dem Einzugsgebiet der Gestapo sich aufhalten. Das ist die BRD in Europa oder in Deutschland. Naja, ist ja egal. Gut, schaut mal durch. Ja, und das heutige Thema hat natürlich auch mit all diesen Dingen immer zu tun. Denn da geht es um die Verzweiflung der Mächtigen. Und ihr wisst, die Mächtigen, die nenne ich immer die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität, das ist die Gruppierung, die uns schon seit vielen, vielen, ja, Hunderten von Jahren mehr oder weniger offensichtlich verknechtet und versklavt. Ja, früher war das ja so, dass dann auch die Sklaven in Ketten durch die Straßen geführt wurden. Ja, und das ist noch gar nicht mal so lange her, ne? Da war das ja überall so. Aber ja, aber die Leute sind ja so vergesslich, ne? Und ja, und deswegen müssen wir es auch mal wieder wiederholen, damit die Leute es dann auch mal irgendwann begreifen und zumindest so viel Interesse daran zeigen, dass sie selbst mal nachrecherchieren wollen. Ja, und natürlich ist es so, und das ist ganz wichtig hier für euch, vor allen Dingen für diejenigen, die das erste Mal hier reinschnoppern, dass ihr wisst, man sollte immer alle Informationen nachrecherchieren, ne? Damit man sicher ist, dass das, was einem erzählt wird, auch stimmt oder stimmen mag. Nicht alles ist ja offensichtlich nachvollziehbar, weil man eben diese Quellen der Informationen überhaupt erstmal finden muss und viele der neuen Medien beschäftigen sich damit oder viele Menschen beschäftigen sich damit, da den Dingen auf den Grund zu gehen. Und wir werden in dieser Sendung noch einiges hören von interessanten Sachen, die also, ja, so hier noch so alles entdeckt worden, ne? Das ist unglaublich, was man da. Ich kann ja gar nicht alles berichten, was ich alles an Informationen kriege. Okay. Ja. Also wie gesagt, ne, so, ja, 250.000, ne? Kann man sich doch schnell mal ein bisschen verdienen. Gar nicht mal so viel Action notwendig dafür, oder? Mal Schluck drehen hier. Für diejenigen, die sich das Video später ansehen hier, wo ich dann auch auf dem Bildschirm erscheine.
nicht wundern, hier hat's, hier hängt gerade so ein bisschen hier von der Palme hier so quer rüber. Aber gut, so mal was anderes, ne? Ein bisschen grün im Bild. Also, okay. Ja, das vielleicht mal so als kleine Erklärung, was die Mächtigen vielleicht sein mögen. Und da habe ich also Folgendes geschrieben. Wie gesagt, zu finden unter myweakness.wordpress.com. Dort kann man später auch die ganzen Links finden, die ich dann heute noch mit diskutieren werde. Und natürlich auch später die Aufzeichnung finden der Sendung, wenn ich es dann hochgespielt habe. Übrigens natürlich sind auch alle Zuhörer, ne, bevor ich das wieder vergesse, hier begrüßt, die von milen-fm.net zuhören. Ja, und mal sehen, vielleicht erreichen wir auch noch mehr Zuhörer demnächst, auch noch über andere Sender oder Möglichkeiten, die uns auch mit übertragen werden, darüber später mal. Okay, ja, je mehr Information rausgeht, umso besser für uns alle, denn wir sind alle abhängig davon, dass sehr viele das mitkriegen, denn das macht die Mächtigen noch verzweifelter. So, und was steht da? Wir spüren es. In der Art und Weise, wie um uns herum alles chaotischer wird, unwirklicher, verrückter und nicht mehr mit Verstand erklärbar. Das System ist schwer angeschlagen und agiert wirr, offensichtlich tyrannisch, außer Kontrolle. Die Entscheidungen auf politischer, wirtschaftlicher und finanzwirtschaftlicher Ebene sind nur noch abstrus und offensichtlich außer Rand und Band. Ohne sich irgendwie mehr zu schämen, bedienen sich die Mächtigen, egal auf welcher Ebene, nur noch ihrer niedersten Triebe und zeigen es auch noch, beziehungsweise können es nicht mehr vor unseren immer wacheren Augen verstecken. Die Kaste der Schmarotzer, der Kakerlaken, der Mitesser, der Parasiten ist aufgedeckt und irrt und schwirrt so dem direkten Licht ausgesetzt, wie ein gehetzter Haufen Verfolgter durch die Gegend, ohne die nötige schützende Dunkelheit, die sonst immer überall diesen Machenschaften gelegen hat. Wie es aber die menschliche Geschichte immer wieder zeigt, sozusagen in Stein gemeißelt, stürzen diese Mächtigen immer wieder in tiefem Fall herab und verlieren Leben, Bewunderung, Verehrung, Wertschätzung in Sekundenschnelle. Spätestens dann, wenn ihnen von nachfolgenden Generationen der Steinkopf abgeschlagen wird, ja, von dem Bildnis, was sie sich da mal haben errichten lassen. Das Böse wird niemals siegen. Das wissen wir doch. Warum also so viel Energie in etwas stecken, das doch ohnehin nur von kurzer Dauer ist? Der kurze Lustgewinn wiegt die Schmach und das Elend nicht auf, was danach kommt. Wie viele dieser Mächtigen haben wir schon kommen und gehen sehen? Jedenfalls, es ist mal wieder soweit. Die Mächtigen sind verzweifelt. Ihre Tarnung, ihre Deckung ist aufgeflogen und wird täglich mehr sichtbar. Die tyrannische Gegenwehr wird nur von kurzer Zeit sein und nichts helfen. Sie haben schon verloren. Ja, und über das und vieles mehr diskutiert heute in der Sendung. Und bitte, ihr könnt mir jederzeit hier eure Infos und Informationen, Kommentare, Fragen reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, freue ich mich drüber. Und dann können wir das noch in der Sendung mit nennen und vorlesen und so weiter. Gell? Wie es ja immer so ist, fällt mir übrigens dann immer gleich wieder auf, ne? Dass ich da wieder irgendwie kleine Rechtschreibfehler drin habe. Ne? Das ist irgendwie, ja, also ich lese es immer noch ein paar Mal durch, aber die Dinge, die ja, die fallen einem dann nicht mehr unbedingt so auf. Das ist so eine Leseblindheit, oder? Da habe ich zum Beispiel finanzwirtschaftliche, das muss natürlich finanzwirtschaftliche heißen. Okay, das will ich mal gerade eben noch korrigieren und lade es gerade hoch. Okay,
Ja, so ist das. Also, natürlich könnt ihr auch hier im Chatraum ordentlich posten. Super, wenn da ja ordentlich was los ist. Es gibt hier also eine Menge Aktionen übrigens gegen GEZ oder diese Gebührenaktion da von diesen öffentlich-rechtlichen Medien, wie sich nenne. Das ist also, man soll da alles mitmachen, warum nicht? Ne? Aber das mit den 250.000 Euro gefiel mir ganz gut. Das kann man ja auch mal so machen, oder? Schauen wir mal. Ich würde sagen, diese Verzweiflung, das auf einen Punkt zu bringen, dieser Mächtigen, und da gibt es natürlich Mächtige auf allen möglichen Ebenen, ist ja klar, sind ja nicht nur diejenigen, die ganz hinter den Kulissen ganz oben stehen, die möglicherweise der eine oder andere verzweifelt ist, sondern natürlich auch die Etagen darunter, die nennt man auch Grabs, die Criminals Run All Politicians, die natürlich längst gemerkt haben, dass die Bevölkerung aufwacht und ja, das schon seit einiger Zeit mit Sorgen verfolgen, nicht umsonst werden ja die ganzen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen eingeführt, um schnellstens feststellen zu können, ob und wer und in welchem Ausmaß die Leute aufgewacht sind und sich vielleicht organisieren, um einen Widerstand zu leisten. Und ich sage ja immer deswegen, was ganz wichtig ist, je dezentraler der Widerstand ist, desto besser. Trotzdem kann man sich natürlich vernetzen. Ja. Das ist natürlich notwendig. Aber es sollte dezentral sein, nämlich dann schwierig. Ja. Oder? Und so ist es eigentlich auch inzwischen hier mit United We Strike. Wir sind da weltweit miteinander vernetzt. Aber auch hier auf der deutschsprachigen Seite geht das auch. Ja. Jo, also wie gesagt, so ist das hier mal vielleicht zu entdecken. Und je mehr, nicht, so die Drohneneinsätze und so, überall übrigens, die festgestellt werden in den USA beispielsweise, werden also Polizeidrohnen schon eingesetzt, um zum Beispiel Leute, die privat Waffen verkaufen. Ne? Wie gesagt, also in den USA ist das absolut verfassungsgemäß. Das ist ein Recht der Menschen dort, Waffen zu tragen, damit zu tun, was sie wollen, solange es also nicht etwas Kriminelles ist. Das gilt schon auch als beobachtungswürdig, weil Polizeidrohnen wurden festgestellt, dass sie solche Privatverkäufe gefilmt haben aus der Luft. Also mit was sie sich beschäftigen, das hat wirklich nichts mehr mit irgendetwas zu tun, was für die Bürger, für die Menschen gedacht ist seitens der Regierung, sondern es ist einfach eine Tyrannei aus Angst vor der Bevölkerung. Obwohl sie natürlich letztendlich die Leute ganz oben, ganz dahinter gerne es möchten, wenn die Menschen sich gegenseitig zerreiben, aufmischen, sich umlegen gegenseitig. Ne? Und die werden alle geopfert. Ne? Alle, die jetzt auch meinen, sie würden für Recht und Ordnung das tun und es wäre alles gewährleistet, wäre alles richtig, was die Vorgesetzten sagen. Auch die, ja, wenn die mal ihr Leben lassen müssten, das kratzt die da oben überhaupt nicht. Ne? Das muss man immer wissen, für wen man sich einsetzt. Und wenn wir wissen, dass das Böse schlecht, das Schlechte also irgendwie nie die Chance haben wird, vollends zu siegen, dann sollte man sich rechtzeitig auf die rechte Seite bringen, also nicht auf die rechte politische Seite, also auf die richtige Seite. Ne? Das war gemein. Wobei dieses politische Rechts-Links hier sowieso auch nur eine Augenwischerei ist, das wissen wir auch, gell? Oder? Ja, also das ist so ein bisschen die Tonalität der heutigen Sendung und es gibt ja auch schon viele Kommentare im Chatraum und ich schaue gleich auch mal nach, ob es schon E-Mail-Nachrichten hat, die wir auch mit reinnehmen können zu diesem Thema. Auf jeden Fall habe ich noch eine ganze Menge wichtige Sachen auch hier für euch nochmal zur Information für diejenigen, die das noch nicht so wissen. Ich habe auf meiner Webseite awakenings.net die Seite News. Dort erscheinen tägliche Neuigkeiten und dann gibt es dort auch noch die Planet X News, speziell für Dinge, die mit dem Weltraum, unserem Sonnensystem oder mit Erdveränderungen, mit Katastrophen möglicherweise und so zu tun haben, sammle ich dort. Und dann natürlich viele Rubriken nach bestimmten Themen, die kann man dann alle entsprechend auch finden.
Ja, und da gibt es natürlich also einige wichtige Dinge, die ich heute mit euch teilen möchte. Bevor wir das vielleicht starten, auch nochmal ein Hinweis. Klasse, aber ein Mitstreiter, der immer die Best of Detlef, ja, Clips, Audioclips mitschneidet. Das ist der Aufgewachte und der konnte jetzt sein erstes Jubiläum feiern mit seiner Seite, dem Aufgewachten Blog. Wen das interessiert, da darauf zu kommen, der kann das finden bei mir unter Break News Radio Archive, die neuesten Archive, kommt man über die Radioseite rein oder sonst irgendwie, findet man das ja in der Suchmaschine. Und da ist auch gleich ein Link zu seinem Blog, aufgewachter.wordpress.com, wo er also sein erstes Jubiläum gefeiert hat. Ja, klasse. Ne? Super. Muss ja auch mal gesagt sein, oder? Auch eine Neuigkeit. Prima, weiter so. Ja, und eine ganze Menge Informationen, die bauen ja aufeinander auf. Das wissen wir, die Sendungen von mir sind auch irgendwie so ein bisschen so in der Richtung gedacht, dass man natürlich Aktuelles auch mit Grundsätzlichem etwas vermischt, um auch immer zu versuchen, das große Ganze zu zeigen. Denn, wie gesagt, man kann vor lauter Bäumen manchmal den Wald ja nicht sehen, aber es gibt den Wald. Und diesen Wald, den müssen wir auch immer im Hinterköpfchen haben, um zu beurteilen, was jetzt gerade wieder abläuft, welche Sau durchs Dorf getrieben wird. Wir wissen, das wird speziell deswegen auch gemacht, um uns abzulenken von den wesentlichen Dingen, um uns zu verwirren, damit wir nicht hinter die Kulissen schauen können, was eigentlich wirklich abgeht. Und deshalb wird auch manchmal etwas, was die, ja, was die Dims gerne auch natürlich sehen, dass es so gemacht wird, ne? Uns zum Beispiel zu vergiften, ne? Oder uns Nahrungsmittel unterzujubeln, die nicht so hochwertig sind wie das, was draußen dran steht. Jetzt zum Beispiel mit dem Pferdefleisch, ne? Statt Rindfleisch. Ne? Jetzt kommt überall raus, das ist also in allen Nahrungsmitteln, wo Fleisch ist irgendwie mit drunter gemixt, wahrscheinlich auch unter vegetarische, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls muss man damit rechnen, dass die also zu allen Taten fähig sind. Aber das ist natürlich auch ein großer Ablenker zu vielen, vielen anderen Dingen, die dann auch noch so ablaufen. Und wir haben ja gesagt, das letzte Mal oder vorletzte Mal hatten wir gesprochen über die Zerstörung der Erde. Es ist ja so, dass dieses Fracking, ja, um das nochmal zu erwähnen, etwas sehr Gefährliches ist, weil es im Prinzip den ganzen Boden unter uns aufweicht und dann dazu führen kann, dass also die Oberfläche dann auch irgendwann nicht mehr bewohnbar ist. Es werden ja auch überall die ganzen Sinkholes, diese ganzen großen Löcher, die einmal so quasi aus dem Nichts entstehen, die damit in Verbindung gebracht werden, dass das also ein Resultat sein könnte von den Erdveränderungen, die unter uns stattfinden, verursacht durch solche Dinge wie das Fracking. Und jetzt haben wir hier den NGO-BRD-Mitarbeiter Rösler, der jetzt hier also ordentlich mitmischt, nicht? Als Bundeswirtschaftsminister von der FDP zusammen mit Bundesumweltminister Altmaier von der CDU, die sich einig wurden über die Schiefergasförderung mittels Fracking. Ja, warum soll auch Deutschland oder die BRD, das Gebiet, warum soll das unverschont bleiben, wenn es doch schon überall gemacht wird? Ja, also ihr seht, die sind überall dabei, ordentlich unsere Umwelt zu zerstören, zu verändern, fertig zu machen, könnte man beinahe sagen, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht. Da habe ich also auch einen Link, könnt ihr nachlesen auf wakeness.net News. Ja, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Sachen. Zum Beispiel ist gerade was rausgekommen, nämlich in den USA erhalten Banken jährlich aus dem Steuergeldtopf 83 Milliarden US-Dollar, ja, weil es denen doch so schlecht geht. Und die sich da noch ein Töpfchen zusätzlich zu den Bailouts und so, ne, die sowieso kommen, aufgemacht.
und das geht dann direkt zu den Banken. Ja. Ja, und dass es nicht gern gesehen wird, wenn man also Missstände aufdeckt oder gar noch dann die Dinge miteinander vergleicht, dann reagieren die Leutchen, die Mächtigen, ganz irritiert. Entschuldigung. Jetzt bin ich auch schon fast irritiert. So ein Schluck Tee trinken. Und das ist unfassbar, was da in Duisburg, in der BRD geschah, im Nordrhein-Westfalen, ein Duisburger Gericht, hat den Betreiber einer Webseite, nämlich mit dem Namen klinikvergleich.de, in Beugehaft genommen, um einen Informanten freizupressen, der ihm Informationen gegeben hat, weshalb eines der Kliniken schlecht beurteilt wurde. Ja, wer will das denn? Ha? Das soll doch nicht rauskommen. Und jetzt müssen wir den, der da die Information preisgegeben hat, den müssen wir haben, der muss verfolgt werden. Wir sind doch die NWO. Wir machen die Schweinereien und die dürfen nicht bekannt werden. Gar nicht verglichen werden. Ne? Also das ist der Kampf gegen die Pressefreiheit in der NGO BRD ist das im Moment Trumpf scheinbar. Ne? Da geht es also überall wild zur Sache. Aber damit nicht allein. In Brüssel ist der absolute EU-Wahnsinn ausgebrochen. Brüssel, die sogenannte Korruptionshauptstadt, will per Chip alle Haushaltsgeräte in der EU kontrollieren und wahrscheinlich, wenn einer zu viel kocht, einfach den Herd abschalten können. Oder? Tja. Aber das ist nicht nur hier in der EU so. Überall sonst werden auch Daten ordentlich fleißig gesammelt. Hier auch in der Schweiz. Der Schweizer Geheimdienst sammelt illegal geheime Datensätze der Bürger, obwohl sie verpflichtet gewesen wären, diese zu löschen, werden die dann nochmal trotzdem irgendwo zweifach, vielleicht auch dreifach abgelegt, wo sie dann natürlich nicht gelöscht werden. Also irgendeine Detail kann man immer mal löschen, aber die Informationen sind immer da. Wäre ja auch schlimm, es würde ihnen ja was durch die Lappen rutschen, wenn die Bürger nicht da alle in der Liste drin wären. Also das ist eigentlich überall das Thema, weil wir wissen ja auch, die NWO ist eine weltweite Angelegenheit. Das ist nicht nur eine Sache hier von Europa oder so, da sind eigentlich alle Komplizen in dieser Angelegenheit. Trauen niemanden, ne? Nicht über 20, sondern trauen niemanden auf der Welt. Keine Regierung. Ja? Weil, ja, ne? Da steckt zu viel Gier drin. Das G-I-E-R ist da besonders fett und dick und groß geschrieben. Sie wollen allein euer Leder. Und zwar, ja, also innen und außen. Also innen wollen die Organe ausschlachten, verscherbeln, wo sie noch was von machen können. Und dann, und dann wollen sie natürlich auch an alles andere, was du noch hast. Und ja, irgendeiner wird dann auch noch die Seele haben. So. Aber gut, das wissen wir, das haben wir auch schon mal wieder diskutiert. Ja. Aber es gibt Leute, die wachen auf oder sind aufgewacht und gehen auf die Straße, ohne vielleicht notwendigerweise das große Ganze entdeckt zu haben. Aber die tyrannischen Aktivitäten sind ja bereits so offensichtlich überall zu sehen, dass es denen also nicht verborgen bleibt. Und deswegen wird natürlich hier nicht so drüber berichtet in den Matrix-Medien. Können die Leute ja auch dumme Gedanken bringen, oder? Hunderttausende in Spanien auf der Straße. Also da wird also im Süden, ja, Südeuropa wird mehr gemacht als hier. Vielleicht ist da wärmer, ne? Schön auf der Straße als hier. Jedenfalls, ja. Aber inzwischen sind auch die Matrix-Banken so weit zu sagen, ach ja, so ein bisschen kritisch müssen wir auch sein. Ne? Da gab es jetzt einen Bericht seitens von Banken, deutsche Banken waren nicht dabei. Nahrungsspekulationen seien für den Hunger auf der Welt verantwortlich, wird dort geschrieben. Ach, in welchem Auftrag arbeiten die denn da dran, ne? Und so weiter. Ne? Also so ganz, ja, aber immerhin, ne? Wird so ein bisschen was auch mal untersucht, auch von den Verantwortlichen, weil sie sehen, ja, das ist schon zu offensichtlich. Wir müssen auch mal ein bisschen, ne? So tun, als ob. Gell?
Ja, und deshalb steht jetzt auch das BBC vor Gericht wegen Nachrichtenmanipulation, wurde nämlich angezeigt von mutigen Menschen wegen, vor allem wegen dem 11. September 2001, weil sie dort eine falsche Berichterstattung gemacht hatten. Wir erinnern uns an dieses Video, auch per Video anzusehende Übertragung des BBCs, wo dann von dem Zusammenfall des dritten Hochhauses gesprochen wurde, als es noch munter dort stand. Ne? Wie konnten die das wissen? Ne? Und so weiter. Und noch viele andere Sachen. Okay, ja, ich denke, das ist ordentlich. Ist mal so ein bisschen was Positives, gell? Oder? Ja, und dann für jeden bitte nochmal zum Nachvollziehen, weil es auch spannend geschrieben und ist real aus der Welt, braucht man sich nicht irgendeine Seifenoper im Flatter-Fernsehen anschauen. Nein, das haben wir sogar in echt, nämlich das unbeschreibliche Unrecht gegen Gustl Mollat durch die Justiz und Politik in Bayern. Auch hier interessantes Interview mit der Juristin, mit der Anwältin von Gustl Mollat, die also einiges dort erzählt. Ne? Das ist interessant, weil die eben durch diesen Fall auch eine Menge mehr aufgewacht ist als vorher. Und deshalb dürfen wir nie aufgeben. Auch Leute, die im System arbeiten, erkennen mehr und mehr die Situation, was eigentlich wirklich abgeht hier. Deswegen vielleicht nicht schlecht. Wenn man also solche Informationen auch noch ordentlich herum erzählt. Hier schreibt jemand im Chatraum, die Lügenlawine kommt ins Rutschen. Sehr gut. Ja, ja. Ja, und eben wie gesagt, mit 9/11 oder mit dem 11. September 2001, wie es hier auch richtig einer schreibt, sind viele Pläne auf einmal erfüllt worden. Ne? Die machen ja nichts, was nur so einen einzigen Zweck hat. Ne? Das hat dann mal mehrere Zwecke, ne? Dahinter. Hier zum Beispiel, das Gebäude war sowieso mit Asbest belastet und hätte eher abgerissen oder saniert werden müssen. Wäre unbezahlbar gewesen. Also, das war auch zum Beispiel so eine Sache, gell? Ja, cool. Also, es soll ja keine 11. September-Sendung werden hier. Da gibt's schon eine ganze Menge, die sich damit sehr intensiv beschäftigen. Das ist auch klasse, dass das der Fall ist. Also, ja, das ist klasse. Ja, und dann habe ich jetzt auch wieder angefangen, mal Newsletter rauszusenden. Ich hatte da gestern einen ersten mal wieder in diesem Jahr verschickt. Wer so da gerne mal auf meine Newsletter-Liste möchte, kann mir das zusenden unter redaktion@awakenews.net, dann tue ich das bitte rein. Weil es ist auch wichtig, dass wir das nutzen, dieses Instrument. Ich habe das sehr lange nicht so gemacht, weil ich ja meine ganzen Dateien alle erstmal wieder reaktivieren musste. Außerdem hatte ich gestern mit einem Virus zu kämpfen. Also nicht einen, den ich selber hatte, sondern Computer. Ne? Und das hat immer ein bisschen... Aber gut. Okay. Das ist etwas Tagesgeschäft, oder? Jetzt kommt hier was rein. Seit Samstag höre ich andauernd, vor allem nachts im Bett, wenn es ruhig ist, einen stetigen Brummton im Low-Frequency-Bereich. Natürlich habe ich mich dann gleich im Familienfreundeskreis umgehört, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder ob ich mir das nur eingebildet hätte. Mindestens 5 Personen haben diesen Brummton auch gehört und alle ab Samstag. Manche dachten, es wäre der Kamin, der ein so seltsames Geräusch von sich gibt. Ich würde behaupten, dass es unmöglich ist, dass verschiedene Leute an verschiedenen Orten sich zur gleichen Zeit einen Brummton einbilden. Ich bin mir absolut sicher, dass wir derzeit heftig mit ELF-Wellen oder HARP bombardiert werden. Das kann gut sein. Ich habe auch viele hier in meiner Umgebung und so, die sich nicht gut fühlen und all diese Dinge, gell? Oder? Jo. Ja, prima. So, hier schreibt jemand. Hallo Detlef, ich bin froh, dass du etwas Licht in die Sache bringst. Allerdings leide ich im Moment wohl unter einer Art Reizüberflutung. Warum verteufeln sich die Regierungen gegenseitig und trotzdem redet jeder von der neuen Weltregierung? Mittlerweile auch alle Parteien hier in der BRD. Was weißt du über Share International, Benjamin Cream und dem Maitreya? Vielleicht hilfst du mir, die Sachen besser hintereinander zu bringen. Jo.
Also, das ist heute nicht das Thema. Aber vielleicht können wir den ersten Punkt, warum die sich gegenseitig zerfetzen. Das ist das System. Das System ist darauf angelegt, immer miteinander zu kämpfen. Ohne Kampf, ohne Krieg, ohne Zerstörung läuft ja nichts. Die wollen ja das System zerstören, das jetzige, um ein neues aufzubauen. Und das Beste ist, wenn sich das System erstmal zunächst selbst zerfleischt. Und viele Leute in der Matrix, die also in den Regierungen sitzen, haben ja auch keine Ahnung. Viele haben ja noch nicht mal das Geldsystem verstanden und machen nur das, was ihnen irgendeiner sagt. Und dann kriegen sie links und rechts was in die Taschen gestopft oder werden erpresst, weil sie irgendwie Sachen machen, die nicht so ganz in Ordnung sind. Ne? Ja, und dann fragen die nicht. Ne? Solange die Kohle stimmt, ne? Und solange sie in Ruhe gelassen werden, ne? Oder ihnen gedroht wird, wenn du das nicht machst, dann machen die das einfach. Ohne Skrupel, ohne Gewissen, ohne Moral und Ethik. Kein Wort. Ne? Gibt's nicht. Deswegen passiert das. Und das ist ja die große Angst, die Verzweiflung in der Mächtigen, dass wir jetzt einfach dahinter gestiegen sind, ne? Und dabei sind, das alles aufzudecken. Und das macht denen überhaupt keine Freude, ne? Oder? Okay. So, also Detlef, jetzt wo die EU den Weg bereitet hat, dass das Wasser privatisiert werden soll, wird bald auch die Luft besteuert. Toll, ne? Ja gut, das haben sie ja schon mit dem CO2, haben sie das ja schon eigentlich eingeführt, weil CO2 ist ein Bestandteil unserer Umwelt, unserer Luft, sozusagen etwas, was wir auch ausatmen. Ne? CO2 ist ein Spurengas das erzählen sie uns, dass das die Erde erhitzt, ne? Vor allem jetzt heute, ne? Wie viel Grad hatten wir? Unter Null, ne? Weil wir zu viel ausatmen. Ne? Okay. Wie auch immer. Das sind alles Lug- und Trug-Geschichtchen. Natürlich auch gegen diese, im Prinzip wollen die uns unsere Lebensgrundlagen abschneiden oder ja, eben die letzte Entscheidung haben, ob du leben darfst oder nicht. Das ist die absolute Kontrolle. Und das ist ja das Ziel der Dims, der dominanten Irrsinn-Minorität, diese absolute Kontrolle zu erzielen. Am liebsten natürlich so, dass sie das einfach von hinten und von unten und von rechts und von links einführen, ohne dass die Leute es richtig mitkriegen. Erst in der letzten Sekunde, wenn es so alles zu spät ist, haben sie keine Wahl mehr. Das ist die Strategie. Naja, okay. Ja, so ist das. Schickt mal einer was zu. Ist ein bisschen länger, aber gut. Hallo Detlef, du hast ja bestimmt von den Zuständen bei Amazon durch die Medien gehört. Nun, ich war einer der Betroffenen und wollte dir mal erzählen, wie das Arbeitsamt nun mit den Leuten umgeht. Zu Amazon. Amazon ist dieser Online-Internethändler. Wir mussten jeden Tag durch eine Schleuse wie beim Flughafen. Taschen wurden kontrolliert. Wir mussten mit 3 Hundemarken um den Hals herumlaufen, durften nichts zu essen mitnehmen, weil Flecken auf die Pakete kommen könnten, trinken. Gab es Leitungswasser, welches wir in ein und dieselbe Amazon-Plastikflasche ständig nachfüllen mussten. Andere Flaschen waren nicht erlaubt. Es wurden Spinte aufgebrochen und täglich gab es Diebstähle. Die öffentlichen Verbindungen waren so schlecht, dass die Leute in der Kantine mit dem Kopf auf dem Tisch schlafen mussten. Kurz nach der Schikane durch Amazon gab es beim Arbeitsamt statt einer Entschuldigung oder Mitgefühl eine Sanktion. Ja, dafür sind sie ja da. Das ist deren Aufgabe. Das ist auch nicht ein Arbeitsamt, das ist ein Jobcenter. Und es ist ein Privatunternehmen. Ja, keine Behörde. Das täuschen sie ja nur vor. Das ist mein Kommentar jetzt dazu. Okay. Kauft euch mal unbedingt dann alle das Buch vom Ralf-Uwe Hill, Schach der Arge. Da steht vieles dazu drin, auch wie man sich da wehren kann. So, wie kam es dazu? Ich habe vom Arbeitsamt die Stelle bei Amazon vermittelt bekommen. Mein Vertrag war auf 2 Monate befristet. So ein Sklavenvertrag. Ja. Allen Mitarbeitern wurde mündlich zugesichert, dass der Arbeitsplatz sicher sei. Nach 2 Monaten dann die Kündigung am letzten Arbeitstag. Das Arbeitsamt verhängt eine Sperre, weil ich mich nicht 3 Monate vor Beginn der Arbeitslosigkeit arbeitslos gemeldet habe. Ich hätte mich also 1 Monat vor Beginn bereits arbeitslos melden müssen. Dass ich nicht Zeit reisen kann, ist dem Arbeitsamt egal.
Außerdem wusste doch das Arbeitsamt von der Stelle und von dem Vertrag. Sie haben mich doch schließlich dorthin vermittelt. Nun meine Frage, da ich im SGB, Sozialgesetzbuch, keine Argumentationsmöglichkeit für einen Widerspruch sehe, kamen mir folgende Ideen auf die Ungültigkeit der SBG-Gesetze aufgrund verfassungswidrigen Wahlrechts klagen, auf den Fall hinweisen, dass die aktuelle Regierung eine NGO ist und keine Gesetze erlassen darf, auf das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinweisen, nach der Sanktionen verfassungswidrig sind, Fragezeichen. Was denkst du, deine Leser oder Zuhörer wahrscheinlich, jetzt ist unter den Lesern vielleicht zufälligerweise auch ein Amazon-Mitarbeiter mit ähnlichen Erfahrungen. Für die Schlapphüte, die zuhören, PS, sagt er, ich will natürlich keine Rechtsberatung, sondern lediglich Meinungen austauschen. So machen Schlapphüte jetzt auch noch Rechtsberatung, oder was? Oder kontrollieren die das? Ja, also wie gesagt, ich empfehle dir das Buch vom Ralf-Uwe Hill, da steht unglaublich viel Wichtiges drin. Die angesprochenen Punkte aus meiner Einschätzung sind natürlich alle absolut richtig, aber du wirst erleben, dass die Gerichte, die Ausnahmegerichte in der BRD dazu nichts für dich Positives entscheiden werden. Die werden das sicher einfach belanglos zur Seite schieben, obwohl sie genau wissen, dass es so ist. Ja. Also ich lasse das mal so stehen, vielleicht meldet sich einer, der darauf auch noch ein paar Antworten geben möchte. So, was haben wir hier? Hallo Detlef, ist es richtig, dass sämtliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien seit Dezember 2010 aufgehoben sind? Wenn ja, wie habe ich dann überhaupt noch Rechtssicherheit? Bitte sag etwas dazu. PS, aktuell der Fall des gefakten Gerichtsvollziehers in Fulda. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich komme gleich nochmal dazu. Vielleicht schieben wir das noch ein Momentchen nach hinten, bis ich das erwähnt habe. Ich sage euch den Link dann auch. Das ist ja die Problematik in der BRD. Die BRD ist kein Staat, so wie wir ihn kennen. Kein souveräner Staat, sondern es ist eine Nichtregierungsorganisation. Möglicherweise sogar auch nur eine Holding oder ein Firmenkonglomerat, ja, wie auch immer. Das ist eine Frage der Sichtweise, der Definition. Schon aus dem Grund gebe ich da absolut recht. Es gibt es überhaupt keine vernünftigen Gesetze und Gerichte und so weiter. Dazu haben sie noch sich selbst eben dann auch noch abgeschnitten davon. Unabhängig davon, wie man das jetzt beurteilt, ob das deshalb gemacht wurde, weil ja eh alles Schmu ist weltweit, dass es dann eh auch wurscht ist, ne? Da wird ja so viel im Moment darüber diskutiert. Das kann man nicht so ganz einfach mit einem Satz beantworten. Aber da werden wir sicher noch im Laufe der Sendung jetzt hier auch drüber sprechen. Hier kommt noch was rein. Hallo Detlef, dieser Beitragsservice darf vor allen Dingen keinen Beitrag verlangen, weil es erstens sowieso schon immer die Grundrechte des Grundgesetzes verstoßen hat. Kleiner Tipp, falls du oder andere von uns es noch nicht wissen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bund, BUND, § 58, Zustimmung von Dritten und Behörden, ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, wie der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der in Rechte eines Dritten, also wir als genannter Beitragszahler eingreift, wird erst wirksam, wenn der Dritte, also wir als genannter Beitragszahler, schriftlich zustimmen. Fazit, ohne unsere Unterschrift im Staatsvertrag ist dies allein schon als nichtig anzusehen. Ja. Mit freundlichen Grüßen, Wassermann. Ja, danke. Ja. ihr seht, was das für ein absolutes Chaos ist. so. Ja, okay. Also, wie gesagt, es sind noch einige Mails da, die ich dann auch gerne noch mit verlesen werde. Wer da noch seine Informationen mit beisteuern möchte, kann das tun unter radio@wakenews.net. Das ist klasse. Ja, hier schreibt einer, Thema Hartz IV im Chatraum. Ne? Bin leider seit August 2012 in Hartz IV gerutscht. Ich habe aber bis heute noch keine Eingliederungsvereinbarung unterschrieben. Das Teil liegt immer noch bei mir zu Hause herum und ich habe bis jetzt keine Probleme deswegen bekommen. Ja, vielleicht haben sie sich irgendwie vergessen oder haben gerade irgendwie mit anderen zu kämpfen. Wir wissen ja auch, die sind wahrscheinlich auch inzwischen alle so ein bisschen überfordert, ne, weil die Leute anfangen sich zu wehren.
wenn du natürlich alles machst, ne? dann haben sie keinen Grund, dann können sie nur so irgendwie sich ein bisschen ärgern. So, hier schreibt einer, Doramis schreibt das, wenn man zu viele Ratten in einen zu kleinen Käfig sperrt, werden die Ratten auch merkwürdig. Weiß nicht, auf was bezieht sich das denn? Ne? Irgendwas von vorher oder auf die Sendung? Okay. Jedenfalls sollten wir anerkennen, dass eben die Reaktion seitens der sogenannten Behörden, vor allem in der BRD fällt das auf, ne? Weil die natürlich wissen, dass sie jetzt auffliegen oder aufgeflogen sind eigentlich schon, ne? Dass sie gar kein echter, richtiger Staat sind. Ne? Fragen sich jetzt auch Leutchen inzwischen, die vorher noch gar keine Ahnung davon hatten. Weil natürlich diese Informationen auch immer breiter und weiter gestreut werden. Und das führt natürlich auch zu dieser Verzweiflung dieser Gruppierung, die ich hier die Mächtigen genannt habe. Wobei eben das auf vielen kleinen Ebenen auch zu sehen ist. Nicht nur die ganz großen Fische, die eigentlich Interesse haben, dass wir alle hinweggefegt werden. Dann haben sie nachher weniger Arbeit mit den Leuten, die sich da ständig wehren und gegen ihre Tyrannei ankämpfen wollen. Ja, und da gibt's natürlich auch viele Informationen dazu, die es sich lohnt, mal intensiver zu studieren. Ja, und wie das eben ist, diese Politiker, in Anführungszeichen, oder Regierenden, auch in ganz hohen Positionen, die sind eben, die kann man mit ihren niedersten Trieben ködern und unter Kontrolle halten und erpressen. Und das ist eben etwas, womit eben seit langer Zeit eben schon immer regiert wird. Man muss die Leute sich gefügig machen. Nicht? Und hier ist eben gerade wieder was rausgekommen aus den USA. Mehrere US-Senatoren frönen regelmäßig dem käuflichen Sex eine Escort-Lady packt aus. Ja, so läuft es. Nicht? Und wir wissen, dass es Sex ist eine ganz wichtige Geschichte. Denn da packt man die Leute an, vor allem die Mächtigen, die sonst noch Langeweile haben oder sonst irgendwas. Die kriegen viel Kohle in die Tasche gesteckt fürs Nichtstun, einfach nur irgendwie mitmachen. Ja. Und die kann man natürlich dann ordentlich damit vielleicht ködern. Ne? Wer weiß. Ja, wer da will, kann das nachlesen bei Wakenspoon.net News, steht's noch drauf. Aber es gibt auch hier von den im Internet auch Möglichkeiten, sich gegen zu viel Kontrolle und Überwachung zur Wehr zu setzen. Hier hat zum Beispiel der Provider Firefox angekündigt, einen Schlag gegen die Online-Werbewirtschaft durchzuführen, indem nämlich keine Cookies, das sind diese kleinen Anhängsel, die man also jedem Besucher draufhängt, damit man nachvollziehen kann, was macht er, wo geht er hin, welche Seiten besucht er. Und das ist für diese Online-Werbewirtschaft deshalb so wichtig, damit sie noch mehr über ihre Kunden herausfinden können, wie man sie noch schneller übers Ohr hauen kann. Ja, und wie gesagt, die haben also vor, hier keine Cookies mehr von Drittanbietern zuzulassen. Von, ja, meine Cookies, weiß ja jeder inzwischen, was das ist. Das brauche ich nicht zu erklären, glaube ich, ne? Oder? Ja, und wir haben auch in der letzten Sendung gesagt, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Regierung und Banken. Beides ist dasselbe. Ja. Und deshalb darf es auch nicht verwundern, dass jetzt inzwischen aufgrund der ja enorm angestiegenen Informationen aus den neuen Medien vor allen Dingen klar geworden ist, dass irgendwas da nicht stimmt im Verhältnis der Banken mit den Regierungen. Und da sehen sich jetzt sogar die Matrix-Medien gezwungen, darüber zu berichten. Es gibt also bei arte.tv auch inzwischen darüber eine Information, erschienen am 25.02.13, Staatsgeheimnis Bankenrettung, wo also jetzt mal ein bisschen auch
Informationen in den Matrix-Medien über die Zusammenhänge kommen, beziehungsweise Fragen gestellt werden. So deutlich wie ich, sagen sie es natürlich nicht. Oder wie andere. Dass das alles eigentlich eins ist, dass die rechte Tasche, linke Tasche. Hauptsache, man entzieht es den Leuten, die man ja verknechten und versklaven will. Deshalb überall die Gebühren, Steuern, Wucher und so weiter. Okay. Ja, und was ganz erfreulich ist, auch hier wieder aus der Stuttgarter Ecke, Stuttgart 21, nämlich der Stuttgarter Ex-Richter zeigt die BRD-Bundesregierung wegen Subventionsbetrug an. Und das ist gut und richtig so. Das ist der Herr Strecker, Christoph Strecker, der mal Richter war in Stuttgart. Und da steht es hier gefunden bei deutschewirtschaftsnachrichten.de. Stuttgart 21 ist neben dem zukünftigen Berliner Großstadtflughafen ein leuchtendes Beispiel für das Scheitern von zentralistisch geplanten Großprojekten. Die Folgen: Bauverzögerung, wachsender Widerstand in der Bevölkerung und explodierende Kosten, die der Steuerzahler tragen soll. Nun steht im Fall Stuttgart 21 das Bundesverkehrsministerium unter Betrugsverdacht. Der ehemalige Stuttgarter Richter Christoph Strecker hat eine Anzeige wegen Betruges um EU-Subventionen gestellt, berichtet der SWR. Ja, das ist der Regierungssender da. Okay, geht doch nur um 114 Millionen. Also so. Peanuts! Ne? Hätte jetzt unser Joe gesagt, oder? Peanuts. Die richtigen Sachen. Gut, sie stehen noch gar nicht auf dem Tisch. Ja, also könnt ihr auch nachlesen. Also ja, aber es ist passiert mal was und da kann man schon davon ausgehen, dass das Leute sind, die eigentlich im System sind, denn also natürlich jetzt auch irgendwie klar geworden ist, dass da irgendwas mächtig schief läuft. Oder und da kommen dann noch ein paar Dinge, die ich dann allerdings in der zweiten Stunde mit euch diskutieren will. Ja, also wie gesagt, wer jetzt hier mir noch Infos und Fragen und Kommentare reinsenden möchte, kann das tun unter radio@wakenews.net. Das ist klasse, wenn ihr das macht. Jetzt muss ich mal sehen, da kam gerade noch was, was noch schnell vor der kleinen musikalischen Unterbrechung vielleicht reinnehmen kann. Ja, hier steht aktuelle Sendung. Herr Detlef, das passt wie die Faust aufs Auge zur heutigen Sendung. deutschewirtschaftsnachrichten.de, EU-Papier, nationale Parlamente, Schaden der EU. Ja, die EU übrigens, nicht? Das haben einige kluge Köpfe schon häufiger gesagt, ist ausschließlich dafür gedacht, die Nationen in dieser Region abzuschaffen. Jeder, der EU beitritt, also jeder Regierung, die Leute, die Bevölkerung wird ja nicht gefragt, die geben damit im Prinzip oder haben den Willen, ihren nationalen Staat oder ihre nationale Regierung aufzugeben. Das ist letztendlich die Absicht der EU. Sonst gäbe es die EU in dieser Form, wie sie jetzt hier existent ist, sonst gäbe es die nicht. Das ist also ganz klar, dass das Hauptziel der EU ist eine Entnationalisierung der Region. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, wenn wir gleich zurück sind aus dieser kleinen musikalischen Erholungspause, würde ich es nennen, ja, oder? Wir hören also von DJ Magic Maya einen klasse Song. Also bleibt dran. Sie sind von Wake News Radio. Bis gleich. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. We'll be right back.
Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ich stelle wieder aus unserer kleinen Erholungspause hier mit DJ Magic Meyer. Kopfhörer hieß das. Ja, passt ja auch, ne? Okay, also, wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 26. Februar 2013. Und wir haben ein mächtig interessantes und wichtiges Thema, nämlich die Verzweiflung der Mächtigen, die also aufgrund eben des weltweit immer stärker werdenden Erwachens der Leute ordentlich unter Bedrängnis geraten sind, weil die Öffentlichkeit das helle Tageslicht denjenigen schadet, die gerne alles unterm Teppich abhandeln wollen, die also im Verborgenen tätig sind, um uns an der Nase herumzuführen, uns vor vollendete Tatsachen zu stellen in jeder Hinsicht. Und wir sind eben dabei, hier mächtig aufzuklären und ja zu informieren, sodass also die Leute mit uns zusammen sich dagegen wehren sollen und so friedlich wie möglich natürlich sich nicht versklaven zu lassen, sich nicht vielleicht sogar umlegen zu lassen durch die absolute Kontrolle, die diese wenigen Mächtigen anstreben. Und das Ganze, die ganze Matrix ist so aufgebaut, dass man uns abhängig macht von all eben diesen abschaltbaren Versorgungsleitungen, wenn man so will, und uns für das, was uns als Grundrecht, Naturrecht vom Schöpfer sozusagen gratis zur Verfügung stellt, wird auch noch mächtig zahlen müssen. Das zeigt alles das, was wir hier erleben können, nicht? Von Wasserrechten, die man kassiert und uns dafür zahlen lässt, bis hin zu Luftnutzung. Das ist ja das mit der CO2 Climate Gate Geschichte. Darum geht es, uns auch noch für die Luft bezahlen zu lassen und so weiter. Und allen anderen Dingen, die wir ja immer in unseren Sendungen berühren. Ja, und so muss man das jetzt hier einfach sehen. Es ist einfach unheimlich wichtig, dass wir uns im Zuge dieser tyrannischen Aktivitäten zur Wehr setzen. Und ja, das tun wir. Vor allen Dingen auch durch die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit ist etwas, was wir nutzen müssen, um uns auch wehren zu können gegen alle diese Angriffe, die uns von rechts und von links, von überall her hereinschneien. Ja, und so ist das einfach auch zu sehen. Wir sprechen deshalb auch die Dinge, die von euch hier mit reingeschickt werden. Unter radio@wakenews.net könnt ihr mir eure Infos, eure Kommentare zusenden oder auch natürlich den Chatraum nutzen. Keine Frage. So, einen Schluck Tee trinken wir. So. Ja, und wir haben natürlich einiges hier auf der Platte, was wichtig ist. Vor allen Dingen nochmal auch in Hinsicht auf die Informationen, die ich begonnen hatte in der letzten Stunde. Die Bankster-Pläne, ja, wir wissen ja, ne, Bankster und Regierung sind letztendlich das Gleiche weltweit, weil es letztendlich nur die Instrumente sind der Mächtigen, die uns ja hinter den Kulissen regieren. Und die nenne ich ja die dominante irrsinnige Minorität, die DIMS. Das ist ja eigentlich eine kleine Gruppierung mega reicher Familien, die also so unvorstellbar viel Vermögen oder ja Mittel zur Verfügung haben, die man sich wirklich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Da sind Millionäre oder Milliardäre ein Witz dagegen. Ja, nur mal so als kleine Anmerkung dazu. Ja, und letztendlich ist es so, wir haben auch darüber schon gesprochen in anderen Sendungen, die Bankenelite oder die Bankster wollen
Unruhen weltweit, nicht nur in den USA, wie es hier in einem Artikel steht von Cop Online, von Paul Joseph Watson verfasst, der auch für Infowars von Alexons schreibt. Aber es ist eben wirklich letztendlich eins der Instrumente dieser Dims, uns zu beherrschen, ist es eben Gewalt zu säen, weil sie dann eben alle ihre zumeist monopolisierte Gewalt einsetzen können. Sie haben sich in der Regel überall das Gewaltmonopol gesichert. Das heißt, nur sie dürfen offiziell Waffen tragen, nur sie dürfen Gewalt anwenden und das ist auch dann noch mit Gesetzen und was weiß ich hinterlegt. Wobei die Gerichte auch in der Regel, so muss man es einfach sagen, auch aus der Erfahrung heraus, niemals gegen ja die Regierungen als solches vorgehen oder die ja die einzelnen Arme der Regierungen, sondern letztendlich immer nur ein Opfer vor Augen haben und das sind wir. Das ist der der Mensch, der letztendlich da durch dieses System ordentlich geknechtet werden soll. Ja, und es ist dort ein umfangreicher Artikel erschienen, den ich jetzt hier nicht groß wiedergeben möchte, aber es ist auf jeden Fall interessant für alle die auch ein bisschen mehr die Hintergründe auch noch aus anderer Sicht detailliert kennenlernen wollen. Da steht eigentlich das auch ganz gut beschrieben, was so die einzelnen Parameter sind, die Beispiele, woran man das gut erkennen kann, dass es so ist, wie ich es jetzt eben gerade in anderthalb Sätzen zusammengefasst habe. Also alles ist ausgerichtet darauf, die einzelnen Menschen, die Bevölkerung, im Einzelnen als Individuum anzugreifen, natürlich dann auch, wenn sich diese zusammenschließen, eben in Form einer Revolte oder in Form einer, das fängt ja schon bei friedlichen Protesten an, da kommen dann die bewaffneten Uniformierten und hauen drauf. Ne? Und hinterher, wo offensichtlich das auch widerrechtlich geschehen ist oder nicht gesetzeskonform geschehen ist, nicht viel zu befürchten haben. Vielleicht werden sie mal freigestellt, aber bei laufenden Bezügen. Ne? Also es passiert denen, die also diese Gewalt dann gegenüber den Menschen ausüben, seitens der Regierung, nicht wirklich viel. Okay, wenn es mal wieder übertrieben wird, okay, dann kommt auch mal einer ein paar Jahre in den Bau oder so. Ja, aber wirklich geändert wird an dem System nichts. Weil das wäre ja auch komplett gegen die eigene Strategie. Man braucht ja diese Prügeltruppe, man braucht diese bewaffneten Uniformierten, um Angst und Schrecken zu verbreiten, damit die Leute gar nicht auf die Idee kommen, sich überhaupt zur Wehr zu setzen. Und deswegen ist es wichtig, dass trotzdem immer alles dokumentiert wird. Und das passiert natürlich in zunehmendem Maße. Sogar so viel, dass wenn man also das bei, zum Beispiel bei den Kanälen von YouTube nachschauen will, man quasi darüber stolpert, so viel wird über diese Polizeibrutalität und so berichtet. Wir reden jetzt ja nicht von Kriegsgebieten, ne? Das kommt ja noch zusätzlich. Aber ja, das ist auch richtig so und da hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es wird sogar offensichtlich mehr, weil eben die Mächtigen in Bedrängnis geraten und das bedeutet, dass, ja, dass die sich irgendwie zur Wehr setzen müssen, um eben gleich von vornherein die Leute zu niederzumachen. So vielleicht. Ja, und was eben gerade zugesandt wurde, das Papier Nationale Parlamente schaden der EU und sollen entmachtet werden, gefunden hier bei deutschewirtschaftsnachrichten.de von einem Zuhörer gerade zugesandt. In seinem neuen Positionspapier will Herman von Rompuy, den kennen wir doch, ne? Nun den nationalen Parlamenten auf den Leib rücken. Sie handeln nicht im Interesse der EU und sollten daher in ihrer Bedeutung deutlich zurückgedrängt werden, sagt der Diktator von Rompuy, der nie von irgendeinem Bürger vorher gekannt wurde und geschweige denn irgendwie gewählt wurde. Ne? Diese ganzen Leutchen, die was zu sagen haben in diesen Positionen da in Brüssel, die sind sowieso von keinem einzigen Menschen in der EU gewählt worden, nur von den Puppen der jeweiligen nationalen Regierungen. Ja, und da steht dann hier weiter im Kommentar, die EU will die aktuelle Krise nutzen, um den europäischen Parlamentarismus zu reformieren. Ja klar,
Die nationalen Parlamente mögen den Staaten nutzen, für die EU sind sie ja lästig. Klar. Was will der Diktator mit so einem Quatsch? Hä? Gut, man braucht ja nicht mehr viel vorlesen. Steht da schon alles drin. Also das ist, das überhaupt dann, dass da überhaupt noch so ganz normal drüber berichtet wird. Da müsste also ein Aufschrei durch die ganzen EU-Länder gehen. Wie auch immer. Ne? Also ich denke mal, das ist wichtig, dass wir da uns im Klaren sind darüber, dass es hier nur wilde Sachen geben wird. Da ist nichts Gutes zu erwarten. Gell? Ja, also vor allen Dingen ist es wichtig, auch herauszufinden, wie eigentlich alles wirklich zusammenhängt. Und das ist sogar für die Insider, oder sagen wir mal so, die Leute, die sich schon länger jetzt mit den Dingen beschäftigen, auch nicht so ganz einfach, alles auf Anhieb zu verstehen. Deshalb wollte ich hier einen Artikel, der mir zugespielt wurde, von einem Zuhörer mal so ein bisschen zitieren, nämlich gefunden auf dem Blog wirsind1.wordpress.com. Da steht drin, das Firmenimperium des Deutschen Bundestages. Ja, und da steht, alle Ämter und Polizeiämter bis hin zu den Gemeinden einschließlich der Bundesrepublik Deutschland sind alle Firmen. Ja? Und Bundesrepublik Deutschland ist ebenfalls eine Firma mit der DUNS-Nummer 34161478. Okay, da kommen wir gleich einen Text hier dazu, wo die das her haben. Auch ein Artikel, den ich verlinkt habe, auf awakeness.net News und natürlich auch awakeness.net BRD. Ne? Spezielles BRD-Thema. Aber nicht nur, ne? Weil wir müssen überprüfen, es ist hier auch schon teilweise in den Kommentaren zu lesen gewesen, dass es wahrscheinlich bei ganz vielen Nationen so der Fall ist, dass es mehr und mehr alles eine Firma wird. Und wir wissen, die US Corporation gibt es auch noch. So, und hier steht weiter, also das Firmenimperium des Deutschen Bundestages ist nichts anderes als das Generalgouvernement der alliierten Streitkräfte des Zweiten Weltkrieges mit Sitz in Bonn. Gegründet wurde dieses Generalgouvernement durch den Parlamentarischen Rat, durch Carlo Schmidt am 8. September 1948 in seiner Eigenschaft als Abgesandter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Der übergab die Insignien der Macht dem ersten Kanzler der BRD, Konrad Adenauer, als Generalgouverneur und seinem Kanzleramtschef Karl Maria Globke. Und dieser, so steht es in dem Artikel, erfand die Euthanasiegesetze im Dritten Reich. Weil die Deutschen bis heute keinen Friedensvertrag haben, werden sie immer noch durch das Generalgouvernement verwaltet. Da bedarf jeder Mensch dieses Generalgouvernements so verstehen wie das Generalgouvernement Polen im Dritten Reich. Nach dem gekippten Wahlgesetz der BRD durch das Bundesverfassungsgericht sollte sich jeder Wähler darüber im Klaren sein, dass er mit seiner Stimme nicht nur einem ungültigen Wahlgesetz der BRD den Wind aus den Segeln nimmt, sondern auch seine Stimme Firmen und dem Generalgouvernement zur Verfügung stellt. Mit Deutschland oder dem Deutschen Reich, das laut Bundesverfassungsgericht nicht untergegangen ist, hat dies alles nichts zu tun. Dabei ist die sogenannte Wiedervereinigung, also der Fall der Berliner Mauer, ein eigenständiges Kapitel. Zusammenlegung nämlich von zwei Generalgouvernements zu einem. Die Aufarbeitung der Geschichte beginnt mit der One People's Public Trust, pfändet rechtmäßig Unternehmen, Banken und Regierungen, dass sie Sklaverei und private Geldsysteme betreiben. Alle sogenannten Ämter in der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich des Deutschen Bundestages, aller Ministerien im Bund und Ländern sowie aller Parteien und Gremien, sind Firmen mit ihren entsprechenden DUNS-Nummern und können im Firmenregister von Dunn & Bradstreet Deutschland GmbH eingesehen werden. Dunn & Bradstreet steht, also abgekürzt D und B, da steht also für die Firma Dunn & Bradstreet Short Hills, New Jersey, USA. Und das ist eine weltweites Unternehmen, was eben als Firmenregister fungiert, privates.
So, Staatsämter existieren in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Diese Information wird dann interessant, wenn jemand von seinem Finanzamt oder von seinem Amtsgericht Post erhält. Diese Post kommt dann eben nicht von einem Amt, sondern von einer Firma gleichen Namens mit ihrer entsprechenden DUNS-Nummer. Dun & Bradstreet formuliert die DUNS-Nummer so. Was ist die DUNS-Nummer? Die DUNS-Nummer oder ist eine Abkürzung für Data Universal Numbering System, also universelle Daten, universelles Datenzählsystem, ist ein neunstelliger Zahlencode, der 1972 von Dun & Bradstreet entwickelt und eingeführt wurde, um Unternehmen weltweit eindeutig identifizieren zu können. Diese DUNS-Nummer ist der Schlüssel zu über 150 Millionen Unternehmensdaten, Stand Juni 2009, die in der Dun & Bradstreet Datenbank gespeichert sind. Ja, und nun zu den Trefferlisten in den ausgewiesenen Datensätzen. Welche Datenbasis liegt der Trefferliste zugrunde? Für die Beispiele über das Firmenimperium des Deutschen Bundestages, eben die Dun & Bradstreet Deutschland GmbH. Und Dun & Bradstreet ist laut eigenen Angaben seit mehr als 100 Jahren in Deutschland aktiv und seit 2006 unter dem Markennamen D&B Deutschland bekannt. Das Unternehmen gehört zur schwedischen Bisnode-Gruppe, die 10 europäische D&B-Ländergesellschaften neben weiteren Anbietern für digitale Wirtschaftsinformationen umfasst. Seit 2004 ist Dun & Bradstreet in Deutschland Franchise-Unternehmen und Teil des weltweiten Dun & Bradstreet-Netzwerks. Die Geschäftstätigkeit geht zurück auf die frühere deutsche Auskunftei Schimmelpfeng, die Dun & Bradstreet GmbH 1984 übernahm. Dun & Bradstreet Deutschland beschäftigt 200 Mitarbeiter und ist neben dem Hauptsitz in Darmstadt mit Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf und München vertreten. Ja, und da gibt es dann eine ganze Menge weitere Informationen auch zu den einzelnen Buchstaben und wie das alles sich zusammensetzt. Bitte alle nochmal selber nachlesen und wahrscheinlich am besten selbst recherchieren, um zu überprüfen, ob das, was hier in dem Artikel behauptet wird, auch stimmt. Ja. Dürft ihr nicht vergessen, ich lese das hier vor, aufgrund eben einer Information, die mir zugespielt wurde. Ich weiß, dass es so wahrscheinlich ist, aber die Einzelheiten muss jeder selber nochmal bitte nachrecherchieren. Jedenfalls wird mehr und mehr davon jetzt bekannt und das bringt diese Leutchen auch in Bedrängnis, weil die Menschen einfach aufwachen. Was? Das ist eine Firma? Wie? Und das kann man auch noch beweisen? Das ist natürlich dann. Also wer jetzt zum Beispiel mal sowas behauptet, die Deutschland wäre eine BRD, die BRD wäre eine Firma oder so, ne? Sagt, was ist das denn für ein Quatsch? Da kannst du dann also auf diesen Artikel hier verweisen. Und dann können die selber nachprüfen, ob das stimmt oder nicht. Gut, das heißt nicht, dass das bei jedem so ankommt. Viele, die weisen auch solche offensichtlichen Informationen als zu ungeheuerlich zurück. Und da kannst du dann auch nicht mehr viel erwarten davon. Das sind eben die Leute, die also zum Untergang verurteilt sind. Denn die werden erst dann aufwachen, wenn der Schrecken über sie tatsächlich hereinbricht, wahrscheinlich, gell? Oder? Okay. Hier kommt was rein. Hallo Detlef, hier in St. Gallen wird ein Theaterstück Moses erst aufgeführt. Eine Vorschau wurde hier im St. Galler Fernsehen im TVO gezeigt. Die okkulten Symbole sind mehr als offensichtlich. Fast täglich kann ich diese Symbole im Fernsehen oder in den gängigen Zeitschriften sehen. Anscheinend ist ihr Plan schon sehr weit fortgeschritten, wenn nicht sogar vollendet. Anders kann ich mir diese offensichtliche Gebaren nicht erklären. Wäre toll, wenn du es in deiner Show erwähnst und den Link postest. Die Leute sollten wachsam sein und sich diese Spielchen bewusst machen, um damit anderen die Augen zu öffnen. Da zum Beispiel mit einer Abbildung mit dem goldenen Kalb und dem Auge. Ja. Okay, das hat er aus dem Fernsehen dann als Screenshot mitgenommen. Ja, ich schaue es mir dann nochmal im Detail an. Hier schreibt jemand, hallo Detlef, schau mal, das ist der Hammer. Zombie-Zelle erfunden. Ja, aus German, was ist das hier? Ich muss es gerade mal aufmachen. Aus der Radiostimme Russland.
USA-Zombie-Zelle erfunden. Die US-Wissenschaftler haben eine Zelle, die sogar nach dem Tod lebendig bleibt, erfunden. Paradoxerweise weisen die toten Zellen eine erstaunliche Vitalität auf. Zum Beispiel, sie sind gegen stärkeren Druck sowie gegen höhere Temperaturen viel beständiger als die normalen. Der Wert dieser Entdeckung liegt daran, dass die Wissenschaftler das wertvolle organische Material jetzt für längere Zeit einspeichern können. Die Entdeckung der Zombie-Zelle gehört den Wissenschaftlern aus der Universität des US-Bundesstaates New Mexico. Sie halten diese Technologie für die Nanotechnologien sowie für die industrielle Produktion besonders nützlich. Ja, die sind also mit ihrer Erarbeitung von Biorobotern schon recht weit vorangeschritten. Danke für den Link. Klasse Information. Jo, also wie gesagt, wenn euch sowas über den Weg huscht, dann unbedingt, gell? Hier steht was. Falls ihr zu Wasserrechten, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, Wassernutzungsrechte auf Grundstücken sichern, nur noch bis übermorgen möglich. Okay, was ist das hier? Falls ihr sowas habt oder jemand kennt, zwar gibt es keine Ämter mehr, aber Ärger kann man ja versuchen im Vorfeld zu vermeiden. Hier ist ein Hinweis für Leute, die Grundstücke haben und dort noch alte Wassernutzungsrechte haben. Diese müssen bis übermorgen, den 28. Februar, beim zuständigen Amt gesichert werden. Ansonsten übernimmt Veolia oder so ähnlich das dann. Oh je, yeah. Ja. Das ist ein Info von einem Rechtsanwalt Schneider. Da geht es also ums Wasser, um sich sein Wasserrecht zu sichern, sollte man einfach für dieses Wasserrecht bis Ende Februar 2013 mit der zuständigen Behörden unbedingt machen. Falls jemand denkt, er hat es bereits, bitte unbedingt nochmal nachprüfen, ob es bei der zuständigen Behörde, Landratsamt, Stadt oder so auch eingetragen ist. Wenn der Eintrag nicht bis Ende Februar, Frist 1.3.2013 da ist, erlischt das Wasseraltrecht. Rechtliche Grundlage wird dort benannt, § 21 Absatz 1 WHG. Okay, ja, also wer da vielleicht noch nicht reagiert hat, hat jetzt noch eine Chance. Ne? 28 ist der Donnerstag, ne? Freitag ist der erste. Also alles noch fertig machen. Ne? Okay, ja, schade. Also Ärger vermeiden. Später das alles wieder zu bekämpfen, ist dann schwieriger. Nicht? Am liebsten gleich sofort handeln. Ja. Hier schreibt jemand irgendwas von Fallout Eiseskälte von Süd nach Ost. Aha, okay, das ist aber ein Video-Ding da. Tja, das kann ich mir so schnell nicht anschauen. Ne? Das ist eher was für etwas später. Also ich denke, das mit dieser Firmenkonstruktion ist so offensichtlich, dass wir da so einfach den Leuten auch mal klar machen müssen hier, denen, die immer noch schnarchen, ja, dass das also unbedingt jetzt hier mal aufgedeckt werden muss und die Leute einfach mal kapieren müssen, dass hier etwas abläuft, was keinem bis jetzt so richtig bewusst ist. Ne? Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, also wie gesagt, schickt mir noch was rein unter radio@wakenews.net. Hier kommt noch was rein. Hallo Detlef, erstmal vielen Dank für deine wissenhafte und kontinuierliche Arbeit. Wie ich schon im Video vom Januar gesagt habe, hat einen Link dazu getan. Ich kann die Messwerte von Hinterfragender bestätigen. Ebenso die Polymerfaser, Altweibersommer im Winter, Aluminium im Wasser, Lasertest, Radar, Anomalien. Aber am 23.02. und 24.02. hatte ich diese hohen Chlorwerte im Schnee nicht gefunden. In unserer Region lag der Chlorwert an diesen Tagen um 0,8. Ich muss aber dazu sagen, dass es bei uns im Raum Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen auch nur sehr wenig geschneit hat. Es gab etwa 4 bis 5 cm Schnee, welche sofort wieder weggetaut sind. Später gab es etwas Regen. Währenddessen hatte es in Thüringen vom 22.02. bis 24.02. im Raum Altenburger Land über 20 cm geschneit. Der schwere, nasser Schnee, das war dieser Betonschnee wahrscheinlich. Ne? Es treten also doch regionale bzw. wetterbedingte Unterschiede in der Giftverteilung auf, je nachdem, wo das Zentrum der jeweiligen Unwetterzelle, wenn man das so nennen kann, liegt, kommt dann örtlich scheinbar extra starke Giftdusche herunter. Und bei uns ist der pH-Wert und die Gesamthärte des Leitungswassers immer höher als im Niederschlagswasser. Ich werde mal versuchen herauszufinden, wie das unsere Gemeinde hinbekommt.
leichte Zuführung von kleinen Mengen anderer Produkte. So wie das Fluor wird ja auch in den USA extra, so ein extra Tank, der mit hochgiftig bezeichnet ist, noch dem normalen Trinkwasser zugeführt, bevor es an die Menschen verdrängt wird. Ne? Oder? Die Tiere machen einen riesen Bogen um das Wasser. Die lassen sich also nicht mal, wenn sie durstig sind, dazu verführen, so fluoridiertes Wasser zu trinken da. Okay. Es zeichnet sich dennoch deutlich ab, so geht's da weiter, was wir schon aus dem Film Why in the World Are They Spraying gezeigt haben. Da wurde gesagt, dass die Leute in Amerika eine stetige Versauerung der Böden beobachten und nachweisen können. Und es wurde erwähnt, dass robuster einheimische Pflanzen anfangen zu schwächeln. Verschiedene Schadbilder wie Chlorosen und Nekrosen zeigen. Man hat auf die Veränderungen an den Palmen hingewiesen. Die Palmen werden weich. Die Rinde lässt sich ganz leicht abschälen. Ich möchte mich noch nicht endgültig festlegen, was die Ursache dafür ist, aber es deutet wirklich alles auf eine großflächige Versauerung der Böden durch sauren Regen hin. Bald können wir wohl nur noch Rhododendron und Moorbeetpflanzen anbauen. Wir wissen ja, dass gutes Regenwasser einen pH-Wert von 7 haben müsste. Quelle der Gärtner, Band 1, Grundlage des Gartenhauses, vierte Auflage Eugen Ulmer Verlag, 1984, 98, Seite 370. Und wir wissen, dass ein niedriger pH-Wert zur Festlegung der Pflanzen verfügbarer Nährstoffe im Boden führt. Das wiederum führt dann zu Mangelerscheinungen an den Pflanzen. Außerdem steigt im Sauerbereich die Verfügbarkeit von bestimmten Mineralien und so weiter. Ne? Mit Kalken im Frühjahr können Landwirte und Hobbygärtner den pH-Wert wieder anheben, aber wir können doch nicht ganz Deutschland später wieder aufkalken. Hier möchte ich nochmal Werner Altneckel zitieren. Es geht um die Vernichtung jeglicher Naturgrundlage und ich weiß, was ich sage. Grüße aus Engelskirchen. Danke dir dafür. Auch wichtig, dass wir da immer unseren Blick drauf haben. Ja? Okay. Hallo Detlef, hier kann man überprüfen, wer oder was in der BRVD alles Firma ist. Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, Amtsgericht und so weiter. Und zwar unter firmen.sofortauskunft.info, Search, Gosos Koblenz. Das kann ich dann gerne auch nochmal mit verlinken. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, also ihr seht, wir konnten nur 6 Stunden Sendung machen. Ne? Kann immer noch nicht durch. Oder, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ungeheuerlich, was da alles abläuft. Vor allen Dingen, es hat ja alles System. Nicht? Das ist nicht einfach so gerade, dass das einem eingefallen ist, sondern sind alle weltweit miteinander verknüpft und vernetzt, um ihre Grausamkeiten uns überzustülpen. Und ich weiß nicht, wie es denen geht, aber die sind ja auch irgendwann dran. Ja? Oder? Entweder ist es Unwissenheit, Angst oder eine Kombination. Man weiß nicht, was das bedeuten soll. Ne? Ja, also wir stehen unter ständiger Attacke, das wissen wir ja auch und darüber berichten wir eigentlich auch regelmäßig. Und wir müssen auch immer da aufpassen, was sonst noch auf der Welt so passiert. Es gibt ja so eine ganze Menge Informationen, die uns so zukommen, die man natürlich auch auch mit einfließen lassen muss. Wir schauen natürlich immer zunächst auf unser direktes Umfeld, vor allem die das natürlich jeden Tag auch beobachten, unabhängig jetzt mal von den Leutchen, die in der Matrix noch fest verankert leben, eigentlich nur die Matrix erkennen können, sehen ja die, die sich mit der Aufklärung, mit der Wahrheitssuche beschäftigen, schon über die Matrix hinaus und können die Dinge identifizieren, die also auch noch da sind. Und auch da gibt es Ungeheuerlichkeiten, noch und nöcher, auch natürlich Einzelbereiche, wo man sehr leicht natürlich auch sich nur noch damit beschäftigt. Aber wir müssen auch das große Ganze immer wieder im Auge behalten. Ich berichte darüber natürlich auch auf meiner Newsseite Planet X News, also Awakenings Planet, Planet X News. Wer das nicht findet, kommt man über einen Link direkt auf der Eingangsseite, indem man auf das Bildchen klickt, direkt dorthin. Und hier ist es so, dass eine ganze Menge hier geschieht, wovon dann natürlich nicht in den Matrix-Medien so ohne weiteres berichtet wird.
über Himmelsaktivitäten, sei es denn ein Meteorit wie vor kurzem, wird so gut wie gar nicht berichtet, allenfalls mal über vielleicht CMEs, also Sonneneruptionen, die vielleicht auf uns zukämen, aber auch das ist nur ein Randthema. Die Berichterstattung der Matrix-Medien, die halten uns vor allem unten mit Unterhaltung. Aber man kann hier beispielsweise immer wieder sehen, die offiziellen Aufnahmen der entsprechenden von NASA und anderen zur Verfügung gestellten Beobachtungsstationen rund um die Sonne, was dort um die Sonne herum alles geschieht. Und das ist einfach unglaublich, diese ganzen Gerätschaften, die da um die Sonne herumfliegen, die man auch im Einzelnen relativ gut erkennen kann. Da muss man sich doch mal jetzt als normaler Mensch auch mal fragen, was ist das denn? Als ich das erste Mal gesehen habe, so etwas, das war irgendwann im Jahre 2009, wo ich mal so einen Bericht darüber gefunden hatte, war ich also komplett perplex, dass es sowas gibt und nirgendwo darüber berichtet wird. Bis auf eben spezielle Medien, die nicht so im Fokus sind, die man eher als neues Medium bezeichnen kann. Und da muss man einfach sagen, unglaublich, wenn man sich das immer wieder anschaut, was da alles so abläuft. Ja, und man muss natürlich hier dann auch die ganzen anderen Warnungen durchaus mal sich durchlesen, die dort sind, zum Beispiel Warnungen vor dem großen Kollaps, der vielleicht auf uns zukommt, weil das ist zum Beispiel gefunden bei The Extinction Protocol, Workers.com, wo einfach auch zu sehen ist, dass rund um die Erde an neuralgischen Punkten aber die Infrastruktur kaputt geht. Zum Beispiel in Arizona ist dann Abbildung von einer Straße, die teilweise abgesackt ist, weil die Erde in Bewegung ist. Ja? Und offenbar ist da irgendetwas am Gange oder es sind dort auch Bahnschienen zu sehen, wo mit einmal irgendwas aus dem Boden herauskommt, sich verändert. Und also das ist ja nichts Leichtes. Ne? Oder man kann dann auch sehen, wie in Spanien beispielsweise da ganze Landstriche, die normalerweise eben sind, in Bewegung kommen. Und irgendwas spielt sich da ab, ob das alles vielleicht auch mit dem Fracking zu tun hat oder überhaupt mit der Erdkruste, die in Bewegung ist, die rumort und dann natürlich wieder diese riesigen Löcher, die sich auftun. Auch hier zu sehen, beispielsweise in China, mitten in einem Reisfeld, wo dann also einfach so ein riesengroßes Loch entsteht, wo man einfach nicht weiß, wie das dort möglicherweise zustande gekommen ist. Also nicht nur in den Regionen, die sonst immer im Fokus stehen, sondern einfach weltweit kann man diese Dinge feststellen. Ja. Wir wissen es ja auch immer noch nicht 100% genau, woran oder wodurch eben diese Katastrophen geschehen. Das sind immer alles vielleicht auch verschiedene Sachen, die zusammenwirken. Das muss man mal sehen. Ja, und wie gesagt, auch nochmal ein Hinweis, die einzelnen Erdbeben, die mache ich nicht mehr, darüber berichte ich nicht mehr, es sei denn, es ist ein riesengroßes, über 9 oder 10 oder sowas. Sondern habe ich immer auf dem Planet X News dann den Link direkt zur aktuellen Erdbebensituation. Da kann man sich dann immer schnell jeden Tag, wenn wen das interessiert, schlau machen. Das ist eigentlich eine gute Übersicht, zumindest über die Erdbeben, die offiziell bekannt gegeben werden. Auch da wissen wir, können wir nicht 100% sicher sein, ob uns immer alles auch berichtet wird, was stattfindet. Ne? Okay, ja, das ist leider so, ne? Oder? Ja, und hier wird auch wieder im Chatraum gesprochen, beispielsweise über das verrückte Kommissarsgesindel in Brüssel, was nun die EU-Datenschutzgrundverordnung auf den Weg gebracht hat. Und das ist die Nuklearbombe gegen jegliche Kritik im Internet, ein völlig verrücktes und satanisches Werk von Psychopathen, die beschleunigst zum Teufel jagen müssen. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, die EU, so wie sie begründet wurde, sagen wir so, und der Henoch Kohn war einer der Wesentlichen, die das initiiert haben, natürlich nicht, ist ihm nicht alleine eingefallen, er hatte den Job, das umzusetzen, nämlich die EU deshalb zu gründen, um alle Nationalstaaten aufzulösen in diesem EU-Kreise,
Das muss man einfach wissen. Das steht schwarz auf weiß. Das wurde gesprochen. Das sind die Pläne der EU. Und jeder, der sich zum Beispiel jetzt hier innerhalb einer Nation, wie zum Beispiel irgendwelche Splittergruppen, die Schotten, die sagen, wir wollen jetzt unser eigenes Land da machen, treten aber der EU bei, ja, unter den Bedingungen. Das ist vollkommener Quatsch, weil wenn sie sich nämlich souverän machen wollen und dann der EU beitreten, dann geben sie ja gerade ihre Souveränität wieder auf und das ist komplett daneben. Also man muss eigentlich wirklich sagen, raus aus der EU. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann auch noch selbstständig macht als kleine Gruppierung, so wie zum Beispiel die Bestrebungen auch in Spanien sind und so, mit den Basken oder mit den Kataloniern, die müssten dann eigentlich auch konsequenterweise aus der EU austreten. Oder man muss die EU in ein Wirtschaftsvertragsgebiet vielleicht ummünzen, um dann miteinander Handel zu treiben. Viele Sachen sind ja auch vernünftig, dass man so Barrieren wie Zölle und sowas vernünftig regelt und auch das Reisen und so. Aber eben die Nationalität und die eigene Macht abzugeben, das ist ja quasi die Menschen vor Ort zu entmachten. Und wer kann das wirklich unterschreiben? Wählt bloß keinen einzigen Politiker, die sie dieser Ideologie, und das ist eine Ideologie, verschrieben haben. Bitte bloß das nicht, weil dann hast du dein eigenes Existenzrecht quasi aus der Hand gegeben. Ja. Und das muss man einfach wissen. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein diesbezüglich, gell? Oder? Hier postet gerade einer so ein Video rein, eben von Sonne, da schreibt er dazu, EMVs, Lebewesen oder künstliche Objekte neben der Sonne. Aber es gibt einige ganz spannende Filmchen, die man sich ansehen kann. Wir wissen es ja nicht 100%, aber was auf jeden Fall erschreckend ist, dass über solche Phänomene nirgendwo sonst etwas zu lesen ist. Hier steht ja, in einer Tour werden wir unter ein Joch einer Diktatur, Kontrolle, Sklaverei gezwungen, wo die letzte Möglichkeit freier Kommunikation unterbunden werden sollen, Bezug nehmend auf die EU. Und dann schreibt jemand, ja, Detlef, aber die Schweiz wehrt sich mit Händen und Füßen. Selbst die Massenzuwanderung konnte bisher die Meinung von uns nicht ändern, waren aber auch die einzigen, die selber darüber abstimmen können. Ja, ja, ungültige Stimme abgeben. Tja, eben da weiß ich nicht, ob das auch wirklich nutzt, weil die Auszählung der Stimmen ist ja auch noch ein Faktor. Wer kontrolliert das wirklich? Also, und wer? Ne? Wir wissen ja, wie das abläuft. Das wird überall gemogelt und wo es dann nicht das gewünschte Ergebnis erzielt wird, wird nachgeholfen. Ne? Das ist also diese ganzen Geschichtchen sind oberfaul. Das muss man einfach wissen und da müssen wir eingreifen. Ne? Als Menschen, als Lebewesen. Die wollen uns wirklich, die wollen uns ans Leder, wollen uns alles abnehmen, was nur noch irgendwie geht. Und da muss man so unglaublich auf der Hut sein. Und was ich ja immer sage, wir müssen uns auf all diese Fälle vorbereiten, so viel wie möglich Leute versuchen aufzuwecken, nur die Masse schafft es, sich dagegen aufzulehnen. Ja, oder sich dagegen auszusprechen, nur dann wird man ernst genommen, Einzelne verschwinden, auf welche Art und Weise auch immer, werden mundtot gemacht oder werden sogar beseitigt. Es sind ja ganz viele Leute, die also kritisch sind oder waren, die inzwischen, wo klar ist, dass die ermordet wurden oder die ermordet werden sollen, diese unglaublichen Gesetze oder Verordnungen, die auf den Weg gebracht haben, dass zum Beispiel der US Präsident anordnen kann, eigene Bürger einfach ohne Gerichtsverhandlung irgendwie einfach aus der Luft oder wo auch immer einfach zu töten. Ich meine, was sind wir hier denn? Also, und wenn man jetzt nicht langsam mal ein bisschen aufwacht und die Situation erkennt, in der wir uns befinden, ja, wo soll das denn enden? Ja? Da ist jeder aufgerufen dazu, auch die im System leben, auch die, denen es im Moment noch vielleicht vermeintlich gut geht, die von den Regierungen bezahlt werden, aber
euch kann es auch passieren, dass man euch ans Leder will. Es werden ja auch ganz viele Leute aus dem System entfernt. Ja? Pentagon haben wir vor kurzem erwähnt, wo ganz viele Leute, 8000 Leute oder so, Zivilisten, entlassen werden. Ne? Und was machen die dann? Ja? Was passiert dann? Wo gehen die hin? Naja, jedenfalls ist das so, wir müssen hier alle zusammenarbeiten, versuchen, auch wenn wir nicht immer aller der gleichen Ansicht sind, das kann ja gar nicht. Ne? Jeder ist auf einem eigenen Wissensstand, jeder hat auch seine eigenen Gedanken, ob es politische, religiöse, wissenschaftliche, was auch immer für Informationen sind, die man eher annimmt oder eher glaubt als anderes. Aber letztendlich ist das große Ganze die Vernichtung von dir und mir, von euch, ja, von uns, das geplant ist. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Nicht? Warum will man zum Beispiel in das Land vom Martin Deschler? Weil da irgendwas anderes ablaufen soll. Da stört der nur. Ja? Das ist völlig egal, ob das, was der gemacht hat oder nicht. Der soll da weg. Ja? Und wir müssen uns gegen solche Dinge zur Wehr setzen, solidarisch miteinander umgehen und unsere Werte, menschliche Werte wieder einziehen und auch darauf bestehen, dass die ja, eingehalten werden, egal was die wollen. Wir wollen doch unser Leben führen, so wie wir es uns vorstellen, und das kann nicht kongruent sein, wenn man sieht, was die dort alles anstellen, um unser Leben zu verunmöglichen, ja, würde ich fast sagen. Weil wenn du das nicht mehr zahlen kannst, was die alles von dir wollen, unabhängig jetzt davon, ob man dann ein Zahlungsmittel wie das Schuldgeldsystem gut findet oder nicht, aber wir sind im Moment noch davon abhängig, ja, weil das ganze System darum herauf aufgebaut ist seit ewig langer Zeit. Und da kann man nicht einfach komplett raus, das geht nur Stück für Stück und man muss natürlich das auch sich erstmal erarbeiten. Man hat uns ja jegliche Möglichkeiten weggenommen, man hat uns entrechtet. Ja, du musst um Genehmigung fragen, wenn du irgendwas machen willst. Ja, und dann können sie dir diese Genehmigung auch verweigern. Ja, oder man kann dir ein Berufsverbot aussprechen. Ja, wie das hier bei dem Landwirt Martin Deschler gemacht wurde. Der kann jetzt das, wovon er die ganze Zeit immer gelebt hat, was er immer gemacht hat, was er gelernt hat, einfach nicht mehr ausüben, weil irgendein Hansel das gesagt hat. Unabhängig jetzt davon, ob das ein richtiges Amt und ob das alles legitim ist. Und so. Aber die machen das mit Waffengewalt. Ne? 15 Leute, schwer bewaffnet, auf den Hof gekommen. Was willst du da machen? Ja? Das kann man dann einfach nur öffentlich machen und kann darauf hoffen, dass die Leute kapieren, dass hier irgendetwas ganz, ganz Merkwürdiges abläuft in der eigenen Matrix und dass man das ja auch eventuell vielleicht mal selber erleben kann, wenn man mal was irgendwie, ne? Und es ist so, die überall fallen die Arbeitsplätze weg. Das ist nicht nur in der BRD so, das ist überall so. Das ist in der Schweiz genauso. Ja, da fangen sie auch an. Überall an jeder Ecke wird der eingespart, da ein paar hundert und hier ein paar hundert. Und wovon sollen die Leute leben? Neue Jobs gibt's doch keine, ja. Es gibt keine neuen Jobs, es gibt keine Lebensgrundlage, dann wird es dann irgendein Sozialtropf, das ist ja das Einzige, was dir dann übrig bleibt, ne? Du musst dann, um überleben zu können, um irgendwas einkaufen zu können, mit Schuldgeld, musst du dich dann irgendwo melden. Das heißt überall ein bisschen anders, aber letztendlich heißt das nichts anderes, als du zu einem abschaltbaren Knopf sitzt. Ne? Da kann man draufschalten, wenn du das nicht tust, was man von dir verlangt. Das ist absolute Sklaverei, Abhängigkeit. Ne? Und das darf einfach nicht passieren. Und wenn das jetzt zu viele merken, zu viele aufwachen und sagen, hoppla, ja, das wollen wir auch nicht. Wir müssen ja einfach nur alle sagen, wir wollen das nicht. Wir machen dann nicht mit. Was wollen denn die paar Hanseln dann machen? Dann bricht doch ihr ganzes System zusammen. Und letztendlich muss es darauf hinauslaufen. Weil ich habe keinen anderen Vorschlag hier wirklich ernsthaft zu machen. Wir können die wirklich nur zur Raison bringen oder wir können uns einfach nur selber schützen, indem wir einfach dieses System nicht mehr unterstützen. Was ihr da seht. Ja? Also da müssen wir, denke ich, hier gut zusammenarbeiten, egal welcher politischen
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder sonst religiösen Anschauung mal liest, spielt überhaupt keine Rolle, weil wir sind alle als Opfer schon markiert, ja, sozusagen. So, ihr könnt mir noch schnell was hier reinschicken, wenn ihr es wollt, unter radio@wakeness.net, bevor wir hier dann die Sendung zu Ende haben. Hier kommen, also ich kriege auch jeden Tag hier über Justizskandale, vor allem aus der BRD, reichlich zugesandt, kann man gar nicht alles vorlesen, ist auch sehr umfangreiche Details, aber wir werden da trotzdem mal Ball beim versuchen, auch nochmal ein paar Informationen einfließen zu lassen. Ja, also Hi Detlef, hier schreibt jemand aufwachen und dann, du hast gerade wieder die Strategie der Dims beschrieben und festgehalten, wer darin unter anderem verstrickt ist, also die Politik, Banken, Gerichte, Staatsanwaltschaft und so weiter. Was nutzt es da, wenn man aufgewacht ist und zum Beispiel weiß, dass die BRD nur eine Firma ist, es die Bundesbereinigungsgesetze gibt und so weiter? An welche Instanz soll man sich dann deswegen wenden, wenn Staatsanwaltschaft und Gerichte von den Dims kontrolliert werden, mit EuGH, IGH und ISTGH? Sieht es wohl nicht viel anders aus. Selbst wenn, wer soll das durchklagen durch die ganzen Instanzen, dann bezahlen die Bankster und so weiter. Ja, was man tun kann oder tun muss, ist sagen, wir wollen da nicht mitmachen. Und deswegen muss man einfach darauf hinaus arbeiten, ganz vielen Menschen diese Situation klar zu machen. Und die müssen dann wählen, welchen Weg sie gehen wollen. Ob sie sich versklaven und letztendlich umbringen lassen wollen durch diese Kabal oder ob sie sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir fordern, dass Rücktritte und was weiß ich, das ist dann die nächste Folge. Ja, das ist dann eine politische Dimension. Erstmal geht es darum, dass ganz viele Leute die Situation erkennen. Und solange das nur ein paar Prozent sind, wird nicht viel passieren. Da gebe ich dir recht, das kann man nicht durch die Instanzen irgendwie durchbringen. Das geht nur mit einer großen Menge von Menschen, die sagen, das wollen wir nicht. In Island hat das funktioniert. Da ging das. Die haben also ihre System verändert. Ja? Ob es schon das Optimum ist, weiß ich nicht. Aber die haben sich auf jeden Fall erfolgreich gewehrt, weil die Leute zusammengehalten haben. Natürlich auch eine kleinere Gruppierung, die waren ja eher schon auch immer so gewöhnt, so zusammenzuhalten, das weiß ich nicht. Aber das, anders sehe ich das nicht. Hallo, hab das mit dem Wasser nicht ganz verstanden. Wann soll ein Recht, was mit dem Wasser zusammenhängt, enden? Kannst du das bitte nochmal erläutern? Wie lange kann man noch eine Petition unterschreiben? Es geht nicht um Petition, es geht, wenn du ein Grundstück hast, auf dem du ein Wasserrecht besitzt, dann muss das noch als solches angemeldet werden in der BRD bei dem zuständigen Amt, damit du dieses Wasserrecht offiziell auch behältst. Sonst wird da Beweis nachher damit gemacht. Ich tue den Link nachher später auf die Seite bei myawakeness.webs.com, kann man sich das dann nochmal durchlesen. Aber Detlef, ich bin's nochmal, es ist alles so offensichtlich, sie sind fast am Ziel. Ich schätze, nach der Wahl werden wir der EU überführt. Wegen Benjamin Creme fragte ich deswegen, weil es in Time to Do propagiert wurde. Ja, gut, aber das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht. Gell? Ja, ich würde mal sagen, das ist klasse, wenn ihr mir solche Fragen und so reinschickt, weil vieles kann ich auch nicht unbedingt beantworten. Ich kann nur dann das mal so in den Raum stellen, dass man da einfach auch mal darüber etwas erfährt und dass man also irgendwie das Gefühl hat, hoppla, es gibt noch Punkte, die müssen wir unbedingt klären. Ja, da muss man auch noch weiter suchen. Hier kommt noch die Frage, vielleicht könntest du nochmal betonen, wie wir uns gegen die NWO wehren sollten, NWO für die neue Weltordnung. Ja, also die Methode, die ich jetzt im Moment sehe, die ich auch anwende, soweit es mir möglich ist, die wir auch bei United We Strike tun, ist neben der Aufklärung und dem Aufwecken anderer, die das alles noch nicht so mitgekriegt haben, natürlich der Systemboykott, insofern, dass man so nicht mehr bei den großen Globalisten versucht einzukaufen, soweit das geht, regionale Wirtschaft stärkt, sich überhaupt in seinem ganzen Denken, was Konsum und Verbrauch angeht, sich umstellt, mit weniger zufrieden ist, vor allen Dingen die Flimmerkiste ausmachen und die Matrix-Medien abschalten, weil die nur dafür sorgen, dass du noch wirrer im Kopf wirst als das, wie die Leute heute schon in der Matrix herumlaufen. Das sind nachher alles wie
Zombies, die da herummarschieren und überhaupt nichts von der Realität mitkriegen, sondern nur in ihrer Matrix-Welt denken. Wenn du das schon startest, dann bist du schon auf richtigem Weg. Dann natürlich in kleinen Gruppen treffen, zusammenschließen, miteinander sich auch auf Krisenzeiten vorbereiten. Ich nenne sowas Survival-Gruppen oder eben auch mal Durststrecken durchstehen, sich gegenseitig helfen, solidarisch sein und eben nicht immer alles das tun, was die dir auftragen, also gegen alles immer Widersprüche einlegen, nicht immer sofort alles akzeptieren und hinterfragen. Und da wird man häufig darauf stoßen, dass man schon auch noch Möglichkeiten hat, sich dieser Zwangsjacke ein bisschen zu entledigen, wobei ich zugebe, dass uns der richtige Effekt erst zur Verfügung steht, wenn sehr viele das fordern und das machen. Da muss man sehen, wie die neue Weltordnung reagiert, ob sie mit Gewalt kommt, ja, sodass wir dann in so eine Gewaltspirale hineingedrängt werden, oder ob sie sich zurückziehen. Das hat es schon mal gegeben, aber sie sind natürlich, wie das hier schon der eine oder andere erwähnt hat, so relativ am Ende ihrer Umsetzungsphase. Das heißt, sie wollen sich sicher jetzt auch nicht mehr so ganz einfach die Butter vom Brot nehmen lassen, was auch schon schön sagt, ja. Sondern es kann schon sein, dass sie dann versuchen, mit Gewalt darauf zu drängen. Aber wie gesagt, das ist so wie im Kriege. Ne? Es ist Krieg und keiner geht hin, dann wird auch nicht gekriegt. Ja? Wobei die natürlich versuchen, jetzt über andere Methoden weniger menschliche Kraft trotzdem Gewalt und Zerstörung zu bringen, wie das eben mit Drohnen und was weiß ich möglich ist. Ja? Da sitzen dann nur so ein paar Männchen in einem Computersimulationsraum und denken, das wäre ein Computerspiel, wenn sie da Menschen umlegen. Ne? Die Hemmschwelle wird dadurch erheblich gesenkt. Aber auch diese Leute, ja, wenn sie nicht absolut indoktriniert und gehirngewaschen sind, kommt vielleicht auch mal ins Nachdenken und ins Grübeln. Und wenn es dann darum geht, nicht irgendwelche Ziele irgendwo fernab in irgendeinem fernen Lande zu bombardieren, sondern die eigene Familie rund um die Ecke, dann wacht vielleicht schon der ein oder andere mal auf. Ne? Wollen wir es hoffen. Ich sag nicht, dass das einfach ist, Leutchen, aber es gibt keine Wahl. Wir haben keine Wahl, nichts tun und etwas tun. Wir haben nur die Wahl oder nur die Entscheidung, etwas zu tun. Und ich denke, das ist das Jahr nicht nur des Wandels, sondern auch des Handelns, wie ich es ja immer schon sagte. Und da wird uns nichts übrig bleiben, als voranzumachen. Und ja, in gewisser Weise sind wir wirklich in dieser interessanten Phase, oder? Ja, wir sind jetzt eigentlich durch mit unserer Sendung. Ich werde jetzt nochmal die Sendung gleich wiederholen. Könnt ihr nochmal die Dinge anhören, wer das nochmal hören will oder wer vielleicht erst später eingeschaltet hat und das irgendwas verpasst haben sollte. Wir sind auf jeden Fall wieder am Donnerstag da und zwar von 16 bis 18 Uhr wieder live. Und ja, das wird hochspannend. Auch diese Woche wieder, ist doch logisch, ne? Da könnt ihr euch schon wieder ein paar Fragen, ein paar Kommentare, ein paar Informationen raussuchen, die ihr zusenden könnt. Bis dahin. Und wir hören jetzt hier zum Ende unserer Sendung noch ein Lied hier, was auch klasse ist, nämlich Chords Live. Das ist von Copyright, was Neues, was mir reingeschickt hat. Super. Und dann während wir umschalten, kommt dann nochmal von Apps mit Moments in Live. Also bleibt dran, ist der Detlef von Wake News Radio. Klasse, dass ihr da wart. Wir sehen uns am Donnerstag. Ciao, ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. You're listening to the International Community Radio Network.